My name is Robert Bullard. I'm an environmentalist. I fell in love on the planet. The planet is really a piece of art. For me, the meaning resides in nature. Wir wollen nicht mehr von blinden Eliten dirigiert werden. Wir wollen unser Leben selbst in die Hand nehmen. There has never been a time when a single individual had more power in the history of our planet. It is possible. We can do it. And we must do it. We must do that for our children, our grandchildren, and to defend the rights of future generations. I was born with this huge passion for animals and for wildlife, with desire to protect them. And I want to fight back for them. Und dieser Traum bewegt, glaube ich, immer mehr Menschen auf dieser Welt. By taking peaceful action, you make change. Follow your heart, break the rules. And make history. The law has created this problem, and law can amend it. When you live in exceptional times, you need people who break rules. GDP being about stealing from the future. It's stealing from the present. I don't think the planet stands a chance if we allow that corruption to proceed. Dieser Natur haben wir den Kampf angesagt, so scheint's. Die geht uns aus, die Natur. The major alternative is, in fact, just simply a politics of optimism. What we need is living economies. Wenn die 900 Menschen hier nur 5 weitere inspirieren, 4500 Menschen, die morgen vielleicht schon eine Veränderung erwirken. Um wirklich was zu bewegen, muss man manchmal wirklich auf den Tisch hauen. Deswegen ist das da auch so eine lässige Veranstaltung, weil das sind sehr viele Leute, die echt auf den Tisch hauen. Wenn es sowas gäbe wie einen Idealismus-Nobelpreis, Greenpeace würde euch dafür nominieren. For me, this is all about education. What we give our children is so important. Any experience we can give them to be outdoors, to be barefoot, to touch the soil, to understand their place in the environment, will stay with them, I can guarantee. You don't have to be black, you don't have to be Austrian, you don't have to be German, you don't have to be anything. All you have to be is a human being that shows up. I think this is amazing. It gives me hope. Neon Green Network begrüßt Sie zu den Erdgesprächen 2019. Wow, was für ein schöner Anblick. Hunderte Aktivistinnen und Aktivisten und solche, die es noch werden wollen, heute hier versammelt in der Halle E im Museumsquartier. Willkommen zu den Erdgesprächen 2019. Willkommen auch an all jene, die uns heuer zum allerersten Mal über ihre Bildschirme in ganz Österreich zuschauen. Dieses Event, die Erdgespräche, die gibt es schon seit 12 Jahren und heuer zum ersten Mal werden sie live übertragen über den neuen Nachrichtensender Puls 24, was wir großartig finden. Wir haben diese tollen Gäste mit ihren inspirierenden Botschaften. Je weiter die Verbreitung, desto besser. Insgesamt freuen wir uns also sehr darüber. Mein Name ist Manuela Reidl. Ich darf euch durch diesen Abend begleiten. Ich darf euch unsere Heldinnen und Helden vorstellen, heute bei den Erdgesprächen unter dem Motto About Action and Justice. Bevor wir uns aber mit voller Ladung auf die Inspiration stürzen, ein paar organisatorische Hinweise von meiner Seite, vor allem an die Bloggerinnen und Blogger hier in der Halle. Es gibt ein freies WLAN, das ihr bitte nutzen könnt. Das heißt Erdgespräche. Ja. Vor allem die Simultanübersetzerinnen haben heute auch einen interessanten Job, finde ich, mit Situationen wie diesen Erdgespräche. Das ist auch der Hashtag, den ihr bitte nutzt, wenn ihr Content aus dieser Veranstaltung postet. Es gibt außerdem, die vielen Stammbesucherinnen und Besucher wissen es, keine Pause. Wir ziehen das komplette Programm in einem durch. Einerseits, weil wir live übertragen, aber andererseits, weil wir ja dann auch wieder ein tolles Buffet für euch vorbereitet haben und wollen, dass ihr networkt. Wir wollen, dass einander heute Menschen begegnen, die neue Initiativen und neue Ideen entwickeln. Und für alle, die schon mal hier waren, wissen, dass das Neon Green Network, a.k.a. Anshirata, sich immer wieder sehr intensive Programme überlegen. Also wir werden euch befeuern mit sehr vielen Ideen und kreativen Ansätzen zum Thema Aktivismus. Aber ihr könnt natürlich zwischendurch rausgehen. Im Foyer, an der Bar, weiß das Personal Bescheid und hält Wasser für euch bereit. Und ihr könnt dann wieder erfrischt in den Saal zurückkehren.
Ein ganz herzliches Willkommen, wenn wir schon über Netzwerken reden, an die Vertreterinnen und Vertreter aller vier großen Umwelt-NGOs in Österreich, von Greenpeace, Global 2000, Vier Pfoten und WWF. Es ist gut, dass ihr hier seid. Wir brauchen euch und eure Vernetzungspower heute Abend. Und unter dem Motto About Action and Justice darf ich jetzt sofort unsere Heldinnen und Helden des Abends auf die Bühne bitten. Unsere Vortragenden nämlich. Einen großen Applaus an die Klimaaktivistin Joanna Sostanto. Come to the stage, please. Hello. Hello, it's so nice of you to come to Vienna. Thank you so much. Thank you. Einen ebenso großen Applaus an die Autorin, Slam-Poetin und Rapperin Jasmin Hafti, a.k.a. Jasmo. Hallihallo. Hi. Take a seat, please. Und an den Filmemacher Richard Latkani. Hey, hey. Den Ehrenschutz für diese Veranstaltung übernimmt wie jedes Jahr Bundespräsident Alexander Van der Bellen, und die Eröffnungsworte kommen, so wie schon letztes Jahr, wieder von einer Frau, die an dieser Stelle im vergangenen Jahr für sehr viel Beifall gesorgt hat mit ihrem Plädoyer, das sie gehalten hat für mehr Gleichstellung, mit ihrer Würdigung all jener Frauen, die sich für Umweltschutz, für Freiheit, für Demokratie, für Gleichstellung einsetzen. Einen großen Applaus auch für sie. Wir sind froh, dass sie wieder unter uns ist. Neon Green Network begrüßt die First Lady Österreichs, Doris Schmiedauer. Liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der Erdgespräche, liebe Helden und Heldinnen des Alltags. Ich freue mich sehr, heute wieder hier sein zu dürfen, und bedanke mich ganz herzlich, dass ich auch diese 12. Erdgespräche eröffnen darf. Mit so vielen kreativen, erdverbundenen Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestaltern zusammenzukommen, ist wahrlich ein inspirierendes Erlebnis. Das habe ich im Mai 2018, als ich zum ersten Mal die Gelegenheit bekommen habe, hier die Erdgespräche zu eröffnen, schon so erlebt und gespürt, und ich muss sagen, das fühlt sich heute genauso wieder an. Wir haben damals, es wurde schon erwähnt, über die Bedeutung der Zivilgesellschaft gesprochen und auch darüber, dass die Zukunft stark von Frauen geprägt sein wird. Wir erinnern uns, the future is female. Das war und das bleibt unser Credo. Und ehrlich, wer hätte damals gedacht, dass eine der stärksten Hoffnungsträgerinnen der Gegenwart Greta Thunberg sein würde? Damals, vor nur 1,5 Jahren, kannte kaum jemand die beharrlich protestierende schwedische Schülerin. Und jetzt? Wir haben inzwischen so viele Aktivisten und Aktivistinnen, die wie Greta Thunberg und mit ihr gemeinsam gegen die Klimakatastrophe und für eine gute, lebenswerte Zukunft für alle kämpfen. Ich freue mich sehr, dass ich heute, so wie wir alle, Gelegenheit haben werden, die Erfahrungen dieser vielen Aktivistinnen mit uns zu teilen und zuzuhören und vieles Neues zu hören und zu erleben. Vielen Dank. Die Fridays for Future-Bewegung hat bereits vieles verändert. Die Klimadiskussion hat an Tempo gewonnen. Die dramatische Botschaft der jungen Bewegung ist angekommen. Sie wurde laut und deutlich, beharrlich und immer wieder artikuliert, damit konnte nicht länger ignoriert werden. Nämlich, macht endlich etwas gegen die Klimakrise, es geht um die Zukunft des Planeten, es geht um unsere Zukunft. Wir haben das bereits bei der Europawahl in diesem Jahr gesehen und bemerkt. In vielen EU-Mitgliedstaaten war Klimaschutz plötzlich das Top-Thema in der politischen Auseinandersetzung. Wir haben es auch bei der Nationalratswahl in Österreich dieses Jahr bemerkt und auch bei der jüngsten Wahl in der Schweiz. Das heißt, das Thema Klimaschutz ist ganz deutlich im Aufwand.
Und das ist kein Zufall. Diese Entwicklung und diese Priorisierung wäre ohne das großartige und mutige Engagement vieler Menschen, vor allem vieler Frauen, nicht möglich gewesen. Und noch eine gute Nachricht. Noch eine gute Nachricht. Bei der UNO-Generalversammlung vor einigen Wochen in New York durfte ich miterleben, dass auch die Weltgemeinschaft ein Umdenken beginnt. Allen voran UNO-Generalsekretär Antonio Guterres im unermüdlichen Einsatz gegen die Klimakrise unterwegs, wirklich auf der ganzen Welt. Wir haben ihn sehr bewundert in New York. Niemand, der bei klarem Verstand ist und an seine Kinder denkt, zweifelt heute mehr daran, dass wir weltweit einen wirtschaftlichen Kurswechsel brauchen. Es ist also ganz wichtig, dran zu bleiben, weiterzukämpfen, einander zu inspirieren, zu motivieren, Ideen auszutauschen und sich zu vernetzen. Wir müssen aber auch auf unsere Ressourcen schauen und Kraft tanken. Und wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, weil die Klimakrise auf viele Menschen in dieser Welt bereits verheerende, ja vernichtende Auswirkungen hat. Joanna Sostanto hat diese Erfahrungen gemacht. Sie war direkt betroffen von einem Super-Typhoon auf den Philippinen im Jahr 2013. Sie hat fast ihre ganze Familie verloren und sie sagt heute, und das hat mich sehr beeindruckt, sie sagt, ich habe mir den Weg zum Klimaschutzaktivismus nicht ausgesucht, er hat mich gefunden. Das ist es, was ich in meinem zweiten Leben machen muss. Joanna Sostanto ist eine Heldin des Klimaschutzes und um die Präsentation genau dieser Helden und Heldinnen geht es heute. Wir denken heute aber auch an jene hochmotivierte und engagierte Aktivistin, die ihren persönlichen Kampf um das eigene Leben leider schon viel zu früh verloren hat. Ich rede von der Umweltrechtsaktivistin Polly Higgins und ihr unvergleichliches, unvergessliches Klimaengagement. Ich darf bei dieser Gelegenheit ihren Ehemann Ian Laurie ganz herzlich hier in unserer Mitte begrüßen. We are very happy to have you here. Polly Higgins' Ideen und ihr Spirit bleiben uns Ansporn und Vorbild. Ebenso wie der Einsatz, die Hartnäckigkeit und die Ausdauer von Freda Meissner-Blau, einer der ersten Rednerinnen hier bei den Erdgesprächen. In dieser Tradition unserer Vorkämpferinnen freuen wir uns über die zahlreichen jungen Menschen, die Aktivisten und die Aktivistinnen, die aufstehen und, wie uns auch Polly Higgins vorgelebt hat, bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen. Das geht von lokalen Initiativen bis zum Klimavolksbegehren, über Klimaklagen bis zur Teilnahme an den vielen großen Demonstrationen, die wir in letzter Zeit erleben durften. Alle Lebensbereiche sind gefordert, auch die Rolle von Kunst und Kultur ist zentral, als Ausdrucksmittel, als Reflexion oder auch zum Aufdecken von Missständen. Film, Musik, Literatur, Lyrik setzen sich zunehmend mit ökologischen Fragen auseinander. Und ich denke sehr gerne an die hinreißende Rede, Eröffnungsrede von Peter Sellers anlässlich der Salzburger Festspiele in diesem Jahr zurück. Auch hier ging es um Klimaschutz. Auch die Salzburger Festspiele haben sich diesem Thema ganz zentral gewidmet. Wir werden aber heute noch Gelegenheit haben, auch in diesem Bereich mehr zu hören. Ich freue mich heute ganz besonders mit Blick auf die Rednerliste, dass wir hier mehrheitlich Frauen am Podium haben. Und das ist gut so. Es ist euer und es ist unser Zeitalter. Und wir müssen bestehende Strukturen aufbrechen. Das gilt auch für die Durchsetzung der Geschlechtergerechtigkeit, in der wir endlich leben wollen. Und damit komme ich zur Superheldin an diesem heutigen Abend. Hier sitzt sie, unser aller Angie Rattay. Wir danken ihr und ihrem Team, dass sie uns alljährlich diese wunderbaren Erdgespräche schenkt, die uns allen, glaube ich, Inspiration und Kraftquelle sind. Und wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, liebe Angie. Danke dir und deinem Team.
Ich wünsche allen heute einen interessanten Abend des Zuhörens, des Mitmachens, des Pläneschmiedens, des Aktivierens, des Mobilisierens und des Netzwerkens. Lasst uns die Veränderung sein, die wir sehen wollen und gemeinsam die Welt retten. Wir haben nur diese eine. Damit erkläre ich die Erdgespräche 2019 für eröffnet. Dankeschön. Unsere First Lady Doris Schmiedauer, meine Damen und Herren, vielen lieben Dank für diesen großartigen Start in die Erdgespräche. Vielen lieben Dank, dass Sie heute hier bei uns waren. Meine Lieben, ich habe vorhin vergessen, wir haben sehr viele englischsprachige Rednerinnen und Redner heute. Möchte noch jemand ein Übersetzungsheadset, dann bitte Handzeichen, wir hätten noch welche. Hände bitte oben lassen, bis jemand zu Ihnen kommt. Liebe Volunteers, ihr seid unterwegs. Bitte um ein wenig Geduld, es kommt sofort jemand zu Ihnen und überreicht Ihnen eins. In der Zwischenzeit darf ich unsere erste Vortragende des Abends ankündigen. Diese Frau ist wirklich zur Heldin geworden in Paris. Sie ist auf einem Foto zu sehen, das wir alle kennen. Sie war die Chefin des Sekretariats der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen und sie hat Schweiß, Blut und vielleicht auch Tränen, ich war nicht dabei, aber ich könnte es mir vorstellen, investiert, um die berühmte Klimakonferenz Ende 2015 in Paris zum Erfolg zu führen. Und da sehen wir sie, die Frau im blau-weiß karierten Jackett. Ihr Name ist Christiana Figueras. Sie kann heute leider nicht persönlich bei uns sein, aber sie hat eine Botschaft für uns alle. Hallo, liebe Freunde, guten Tag. Und es tut mir leid, dass ich heute persönlich nicht bei Erdgespräche sein kann, aber ich bedanke mich, dass ich mindestens auf diese Weise teilnehmen kann. Today I would like to share three punctual messages with you. Decide, choose, and enroll. What do I mean by that? All of us who are here today are here because we believe that a better future is possible for our planet and certainly for the human race. Now, I would like to push you on that because just because we believe that it is possible, I wonder how strongly we have decided that we're actually going to construct that better future. So my first message that I wanted to share with you is, it is not enough to believe that we can, we have to decide that we are incontrovertibly going to build that future. That is the intention that gives us the energy to make a change. Second message, choose. It is not enough to decide, we also have to actually act. So my invitation today is, choose. Choose three very concrete actions that you are going to undertake as soon as you get out of this conference to actually make the world a better place for human beings and for all other sentient beings. Doesn't matter what those three are, just choose three concrete. You're going to go plant a tree or 10 trees or 100 trees. You're going to put solar panels. You're going to insulate your home. You're going to use better transport. Whatever it is, choose your top three and do it right away, sticking to it for the rest of our lives. And number three, enroll. Those of us who are here today are certainly a powerful force, but we are not enough. We have to grow this group of committed people all around the world who understand that it is up to us. It is no longer about just governments or just civil society or just corporations. It's about each one of us individually. And we have to go out, break out of the bubble of those of us who believe in this and enroll other people. So choose three people who you know are not yet helping on this change process. Go. Sit down, talk to them, do not preach to them, but listen to them and try to understand what is important to them and then bring them around through putting yourself in their shoes and understanding what is important to them.
bring them around to the wisdom of collectively building a better future for themselves, for their children, for their grandchildren. So my friends, decide that we are going to do this. Choose your top three actions and do them. And go out, break the bubble, and enroll three new people in this growing movement. I thank you for being here, and I thank you in advance for deciding, choosing, and enrolling. Klingt ganz einfach, oder? Christiana Figueres mit einer sehr schwierigen Aufgabe für euch alle. Entscheidet euch für drei Aktivismen, die ihr selber setzen wollt, und missionieren ist notwendig. Mindestens drei Leute sollt ihr überzeugen. Wenn ihr noch keine Ideen habt, kein Stress, der Abend ist noch jung. Es gibt mehrere Aktionen, die ihr setzen könnt, und wir werden euch hoffentlich ausreichend inspirieren. Jetzt darf ich unseren ersten Keynote-Speaker des Abends auf die Bühne bitten. Dieser Mann verändert mit seiner Kunst, mit seinen Werken die Art und Weise, wie wir die Welt und wie wir Aktivismus wahrnehmen. Sein letztes Werk, The Ivory Game, war auf der Shortlist für die Oscars, und mit seinem neuesten Werk, Sea of Shadows, regt der Kinopublikum in ganz Europa gerade zum Denken an. Richard Latkani ist Filmemacher. Seine Arbeiten behandeln die drängendsten gesellschaftlichen und umweltpolitischen Fragen unserer Zeit. The Ivory Game etwa ist ein investigativer Öko-Thriller über die Wilderei von Elefanten und den illegalen Handel mit Elfenbein. Der Film wurde von Leonardo DiCaprio produziert, wurde 2017 für einen Academy Award nominiert und erhielt zahlreiche Preise. You really want to make films that actually have something to say. You know, you're not just doing a film because you want to entertain people. Latkanis jüngste Produktion, Sea of Shadows, zeigt, wie organisiertes Verbrechen in China und Mexiko Ökosysteme zerstört und wie es dabei ist, den Wakita, den kleinsten Wal der Welt, auszurotten. Neon Green Network präsentiert Richard Latkani. Vielen, vielen herzlichen Dank. Es ist eine große Ehre, hier sprechen zu dürfen. Und ich bin auch sehr, sehr froh darüber, weil ich seit Anfang des Jahres, als der neue Film Sea of Shadows rauskam, fast nur in den USA unterwegs war und da für den Film geworben habe und fast immer nur jede Ansprache zum Film und zu diesem Thema auf Englisch gehalten habe. Jetzt darf ich mal endlich wieder Deutsch sprechen, was mich aber genauso nervös macht, weil ich Angst habe, ins Denglisch zu verfallen. Also falls das passiert, entschuldige schon mal jetzt. Sea of Shadows. Es kommt nicht sehr oft vor, dass man ins Visier des mexikanischen Drogenkartells gerät. Aber das ist genau passiert bei diesem Film. Es war für mich mein wichtigster Film, aber auch mit Sicherheit der gefährlichste. Wir wurden attackiert, unser Schiff wurde gerammt, unsere Drohne wurde vom Himmel geschossen, wir kamen in Straßenschlachten, mussten um unser Leben rennen, während Marines in die Luft gefeuert haben oder sonst wohin, weil die Kugeln um uns herum geflogen sind. Und am Schluss kam es sogar dazu, dass das Kartell einen Preis auf unseren Kopf ausgesetzt hat und wir wirklich flüchten mussten. Doch ich muss sagen, trotz all dem ist es das wert, weil wir versuchen hier was zu bewegen. Und Sea of Shadows, produziert von Terramata, einem österreichischen Produktionshaus, hatte schon unglaublichen Erfolg gleich von Anfang an, weil wir es geschafft hatten, bei Sundance Premiere zu feiern. Sundance ist das renommierteste Filmfestival der USA, und von 3000 Filmen, die in der Kategorie eingereicht werden, nehmen sie nur 11. Und wir hatten dann sogar geschafft, den großen Publikumspreis zu gewinnen, was uns einen unglaublichen Start gegeben hat in eine Kampagne, die bis jetzt anhält. Der Film ist mittlerweile
von National Geographic gekauft worden und lief schon auf über 100 Filmfestivals auf der ganzen Welt. Wir hatten die Chance, den Film auch über eine Impact-Kampagne in Washington im State Department zu zeigen. Er lief auch bei den Vereinten Nationen in New York, in Genf, auch in Wien und auch im mexikanischen Senat. Das ist natürlich für uns wahnsinnig wichtig, weil in diesem Film geht es um ein Ökosystem, das angegriffen wird. Und die Vereinten Nationen können helfen, diesem Thema das richtige Gewicht zu geben, um hier was zu verändern, um die mexikanische Regierung dazu zu bewegen, hier einzuschreiten und diese Krise zu lösen. Aber bevor ich weiter erzähle über einen Film, den Sie wahrscheinlich noch nicht gesehen haben, obwohl er schon in den Kinos läuft, also vielleicht haben Sie ihn auch schon gesehen, hier ein kurzer Trailer zu Sea of Shadows. Mexico narco-traffickers call Totoaba the cocaine of the sea. The fishing of the Totoaba by Chinese traffickers and Mexican cartels is killing the vaquita. The vaquita is getting extinct. There were 100, and then there were 60, and now there's fewer than 30. To stop the killing of the vaquita, we have to take down those traffickers. The whole thing stinks. It is corruption all the way. Who is El Chapo of the Totoaba? We have to hold on to the hope that it's gonna work. The clock's ticking. We will fight for every single life. We won't stop. In diesem Film geht es um den Angriff eines kriminellen Syndikats, dem Sinaloa Drogenkartell und der chinesischen Mafia, auf ein Meer, das Sea of Cortez, auf unserem Planeten, auf die Natur. Und wir versuchen eben, hier einen großen Fokus zu setzen, um das aufzuhalten. Aber viele Leute fragen mich, warum begebe ich mich in solche Gefahr? Weil es ist doch die Gefahr im eigenen Leben und das auch meines Teams. Und ich muss auch sagen, ich bin natürlich Familienvater, ich habe zwei Kinder, ich habe eine tolle Frau, die auch hier sind. Anita Latkani, meine Frau, ist auch Produktionsleiterin, mit der wir zusammenarbeiten. Sie ist hier im Publikum. Und meine beiden Kinder, Lia und Maya. Sagt kurz Hallo, traut euch. Und es ist natürlich nicht einfach, diese Risiken einzugehen. Aber um zu erklären, warum ich das mache, möchte ich zurückgehen, ungefähr 10 Jahre. Vor 10 Jahren wurde ich da gefragt von einem Regisseur, weil ich auch Kameramann bin, ob ich einen Film drehen möchte über niemand anderen als Jane Goodall. Jane Goodall hat für mich die Welt verändert, weil sie ist einfach eine unglaubliche Frau, die so connected ist mit der Natur und die durch die Welt reist, um Menschen zu inspirieren. Und sie auf diesem Weg zu begleiten, war für mich einfach etwas ganz Besonderes, weil sie hat die Augen öffnen können für mich, wie sie die Natur sieht, und so konnte ich durch ihre Augen sehen, was mit unserem Planeten eigentlich los ist. Dass es so viele Probleme gibt, die ganz viele Tierarten betrifft, von denen ich damals noch keine Ahnung hatte. Wir haben hier die Probleme mit den Giraffen. Es gibt die Probleme, die jetzt mittlerweile auch schon vom Aussterben bedroht sind. Es gibt die Probleme mit den Elefanten. Und genauso alle anderen Tiere wie Jaguare werden mittlerweile gejagt, einfach nur, weil sie etwas Besonderes haben, was leider Gottes meistens in China ganz most wanted, da sind wir schon dabei, also was so gewollt ist. Ja? Der Jaguar zum Beispiel wird in China als Tiger verkauft, weil Tiger ist das große Potenzmittel und weil sie jetzt langsam keine Tiger mehr haben, es gibt nicht mehr genug, jagen sie die Jaguare in Südamerika, um sie dann dort als Tiger zu verkaufen und auf den Markt zu bringen. All das hat mich sehr, sehr berührt, aber vor allem auch das, dass Jane gesagt hat, everything is connected, alles ist miteinander verbunden. Die Tiere sind mit den Ökosystemen verbunden, mit dem Dschungel, mit den Ozeanen, und wir Menschen sind Teil dieses Ökosystems. Und wenn dieses Ökosystem aus der Balance fällt, indem zum Beispiel eine Spezies ausstirbt, dann wissen wir noch gar nicht, was das für Konsequenzen haben kann für unsere Zukunft. Und somit müssen wir kämpfen, um dies aufzuhalten. Aber es war eigentlich nicht, bis wir nach Grönland gereist sind, ganz im Norden, wo die Gletscher ins Meer fallen
und vor uns dahin schmelzen. Da hat sie mich hinausgetragen auf das große Ice Cap und wir haben einfach mit eigenen Augen sehen können, wie die Natur vor uns verschwindet. Und da hat es für mich so richtig einen Schalter umgelegt und ich habe begriffen, warum sie 300 Tage im Jahr durch die Welt reist, um die Menschen aufzurütteln, um sie aufzuwecken. Doch spät abends dann haben wir uns zurückgezogen in ein Zelt, wo sie sehr gerne ihr Ritual feiert. Und es ist immer um 19 Uhr, dass sie gerne ein Gläschen Whisky trinkt. Und so haben wir über einen Whisky die Köpfe zusammengetan und sie hat gesagt, Richie, sie nennt mich immer Richie, wie meine Mama, die auch da ist. Du hast eine große Gabe, du kannst Filme machen. Du kannst Filme machen und diese Filme, wenn du nur die richtigen Themen suchst, kannst du damit Millionen von Menschen inspirieren. Du kannst sie bewegen, du kannst sie aktivieren, die Welt besser zu machen. Du hast ein riesiges Potenzial, hier etwas zu verändern, etwas zu tun. Das Wichtige ist aber, dass du die richtigen Themen findest. Und somit hat sie mir die große Mission, die größte Mission meines Lebens irgendwie aufgetragen, versuche etwas zu verändern. Und ich habe mir gedacht, wow, jetzt wurde ich gerade von Jane's Magic berührt, ja, und irgendwie, okay, ich soll jetzt die Welt retten mit meinen Filmen, kein Problem. Bin nach Hause gefahren, habe das alles meiner Frau erzählt, wir haben große Pläne geschmiedet, wir haben noch ein paar Whisky zusammen getrunken, Jane-Ritual, und haben uns dann überlegt, okay, was ist unser erster Film? Und dann war erstmal große Stille. Keine Ahnung. Es war eigentlich eine komplette, also ich war überfordert von diesem Druck und diesen Möglichkeiten und diesem Potenzial, aber gleichzeitig bin ich auch nur ein Mensch und hatte natürlich erstmal so irgendwie Blanko. Ich habe in meinem Film, in meinem Leben schon über 50 Filme jetzt gedreht, weil ich auch Kameramann bin und somit komme ich mit sehr, sehr vielen Geschichten in Verbindung. Also habe ich nachgedacht, okay, ich habe schon sehr, sehr viele Filme gemacht. Ich habe als Regisseur nun hier gerade meinen 11. Film verwirklichen können. Aber ich habe nachgedacht, einen Film nach dem anderen, das reicht nicht. Du brauchst spezielle Themen und da brauchst du auch eine spezielle Herangehensweise, weil viele dieser Filme, die ich gemacht habe, wurden einfach nie gesehen. Und es ist nicht so einfach zu sagen, mach einfach einen Film und dann werden ihn Millionen von Menschen sehen. Das braucht ein Konzept. Und ich habe angefangen nachzudenken, was ist dieses Konzept? Was ist the secret of success sozusagen? Und so kamen mir Ideen und ich habe einfach mal nach Hollywood geschaut. Ich habe mir gedacht, warum sind Hollywood-Filme so erfolgreich, dass sie von 100 Millionen von Menschen gesehen werden? Was sind die Zutaten? Und die Zutaten sind einfach große Bilder, wahnsinnig spannende Helden, erzählt oft Geschichten erzählt wie ein Thriller, spannend und irgendwie reißend, aber es muss nicht immer reißerisch sein. Und ich habe mir gedacht, kann man dieses Konzept vielleicht auf den Dokumentarfilm umlegen? Weil oft habe ich Filme gedreht, die sind zwar sehr, sehr schön und erzählen über fremde Kulturen und andere Völker und sind nah dran an den Menschen, aber sie sind leider nicht populär genug, erfolgreich genug in Sachen kommerziell. Ich sage einfach bewusst mal das Wort kommerziell, was eigentlich schrecklich ist, ja, für Künstler oder sowas, aber ich habe mir gedacht, wir brauchen hier eine andere Formel. Weil wenn ich über Themen spreche, die die Welt verändern, dann sind das dunkle Themen, Dark Topics, da haben wir es wieder. Das sind Themen, die eigentlich niemand sehen will. Es geht um das Aussterben von Spezies, um die Zerstörung von Urwäldern oder Ozeanen. Das braucht eine andere Herangehensweise, weil sonst kriegst du kein Publikum. Sonst läuft der Film irgendwann um Mitternacht, du kriegst deine paar tausend Zuschauer und das Leben geht weiter und es ist nichts passiert. So habe ich mich damals dann zusammengesetzt mit einem Produktionshaus in Österreich, Terramata, und wir haben darüber gesprochen, über eine Idee, die ich hatte, als ich einen kurzen Artikel in der New York Times gesehen habe über das Aussterben der Elefanten. Am Ende dieses Prozesses kam dann der Film The Ivory Game raus. Ivory Game war das erste Mal, wo wir es geschafft hatten, dieses Konzept erfolgreich umzusetzen. Der Film ging durch die ganze Welt, wurde von Netflix in über 170 Länder ausgestrahlt und war auch mein erster eigentlich sehr, sehr großer internationaler Erfolg. Hier kurz ein Trailer von The Ivory Game.
Africa's got 700 tons of ivory. It's being moved across continents, being sold under the table. It's fueling international crime. Traders in ivory actually want extinction of elephants. The less elephants there are, the more the price rises. And it's a race against time. As long as ivory is worth money, these poor animals are going to be annihilated. They are a walking target. Ivory trafficking is extremely dangerous. Are we really going to allow the biggest mammal on Earth to disappear? Shoot! 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 Mit der Ivory Game wurde der sogenannte Öko-Thriller geboren. Nicht durch mich, sondern durch die Medien. Die haben versucht, diese Art von Filmemacher, so einen Thriller, der spannend ist, irgendwie in Worte zu fassen. Schnell hieß es, es ist Jason Bourne rettet die Welt, ja, auf Dokumentarfilm. Und es war für uns natürlich sehr gut, weil genau das wollten wir. Wir wollten, dass die Leute hingezogen sind zu diesem Thema, zu diesem Film und diesen Film auch sehen. Was aber auch das erste Mal war, war, dass wir es geschafft hatten, einen großen Hollywood-Star in das Projekt hineinzuholen, niemand anderen als Leonardo DiCaprio, genauso wie Jane Goodall. Und das war für uns natürlich ein Riesenerfolg, weil so einen Star hinter einem Projekt zu haben, heißt es auch, dass dieses Thema auch wirklich hinausgetragen wird, wenn Leonardo DiCaprio den Trailer zum Beispiel über Instagram hochlädt oder Facebook, erreicht er mit einem Klick 50 Millionen Menschen. War natürlich für uns echt schön, aber was noch viel toller war, abgesehen, dass wir Erfolge bei Festivals hatten oder zum Beispiel auch auf der Shortlist für die Oscars gelandet sind, was eigentlich so die maximale Exposure, also dass man so eine Wirkung erreicht, dass die Medien wirklich über diesen Film sprechen, war, dass wir kurz nachdem der Film rausgekommen ist, Gerüchte gehört hatten aus China, dass sich dort was verändert. Und nur, um das kurz einzuordnen, der Film hat in seiner Gesamtbotschaft nur ein Ziel gehabt, dass die chinesische Regierung und niemand anderer als der chinesische Präsident Xi Jinping den Elfenbeinhandel in China verbietet. Das war die einzige Möglichkeit, um die Elefanten in Afrika zu retten. Nun hatten wir einen Spion in China, nämlich Jane Goodall. Sie war in China unterwegs, nur 4 Wochen nachdem unser Film Weltpremiere auf Netflix gefeiert hat und hat fleißig DVDs verteilt. Und zwar an hohe Regierungsbeamte und hat gesagt, you gotta watch it. Und während sie noch dort war, hat sie mich angerufen und gesagt, Richie, you don't know what's going on. Die Leute hier sehen den Film und sie lieben ihn. Und ich so, okay, das ist unglaublich. Aber was danach kam, war noch viel stärker. Eine Woche später ruft sie mich an, es war schon Dezember, und sie sagte mir, Richie, es kommt eine ganz große Ankündigung aus China, noch vor Ende des Jahres. Und ich so, okay, Herz begann zu klopfen, was kann das sein? Und am 30. Dezember kam die Ankündigung, dass China den Elfenbeinhandel verbieten wird. Und zwar ab sofort. Und nur und nicht nur das, sondern 2 Tage später hat die chinesische Regierung uns angerufen und eingeladen nach China, um dort das Peking Film Festival zu eröffnen mit dem Film, das wir dann sogar noch gewonnen hatten. Es war also ein unglaublich. Und dann haben wir nachgedacht, okay, wenn ein Film so eine Macht haben kann, und ich möchte natürlich nicht sagen, es waren alleine wir, weil es gibt natürlich Dutzende Organisationen, die dafür gekämpft haben, über ein Jahrzehnt lang. Aber es kann sein, dass unser Film die Nadel war, die es quasi, ja, wieder auf Englisch, der ausschlaggebende Punkt war, dass das erreicht werden konnte. Und so haben wir natürlich nachgedacht, was können wir als nächstes machen? Und dann hat es nicht lang gedauert und wir hatten einen Anruf von Leonardo DiCaprio, der gesagt hat, könntet ihr einen Film über den Vaquita machen, über den kleinsten Wal der Welt, der in Mexiko ausstirbt? Denn wir brauchen wieder so ein Produkt, wieder so ein Werkzeug, um die Menschen zu beeinflussen. Und Walter Köhler, Produzent von Terramata, und ich, wir haben uns zusammengetan und gesagt,
okay, wenn wir DiCaprio haben, das ist die halbe Miete, weil obwohl niemand wahrscheinlich hier in diesem Raum oder wenige jemals von einem Wakita gehört haben, ich kannte das Tier vorher nicht, hilft uns diese maximale Aufmerksamkeit eines solchen Stars, um dieses Problem zu lösen. Und so sind wir los und haben Sea of Shadows gedreht. Und der Film, wie schon zu Anfangs erwähnt, war ein Riesenerfolg. Wir hatten überall großen Impact. So zum Beispiel auch kam es dazu, dass Jane Goodall unserem Herrn Präsidenten einen Wakita-Kuss überreichen konnte. Sowas kommt auch nicht alle Tage vor. Hier auch Walter Köhler rechts. Und der Film ist eben auch eingeschlagen in der Form, dass wir Impact hatten. Und so hatten wir die Möglichkeit, den Film in Genf zu zeigen bei der UNO. Und dort war eine ganz große Konferenz zum Schutz von dem Handel mit Wildtieren. Und bei dieser Konferenz, das ist bei CITES, stand ein ranghoher Regierungsbeamter von Mexiko auf und sagte, ich kann nicht glauben, dass ich 9 Monate, seit ich im Amt bin, warten musste, um die halbe Erde fliegen musste, einen Film sehen musste und einen Filmemacher kennenlernen musste, um endlich zu verstehen, wie wir dieses Problem lösen können. Die Regierung hat mittlerweile 600 neue Truppen in die Region verlegt, 14 Kriegsschiffe dorthin beordert. Es tut sich gerade ganz viel zum Schutz der Wakitas. Sie sind außerdem mittlerweile in engster Zusammenarbeit mit uns, arbeiten mit unseren Intelligence, also mit den Informationen, die wir ihnen gegeben haben, um dieses Tier und diese Region nun zu retten. Ich habe vor 10 Jahren meinen Weg gewählt und gesagt, ich möchte Filme machen, um was zu verändern. Und das ist für mich meine Mission im Leben geworden. Es war durch diesen Touch mit Jane Goodall, aber der Auftrag war, die Menschen zu inspirieren durch die Filme. Und nun stehe ich hier und hoffe, auch Sie ein bisschen inspiriert zu haben, aufzustehen und die Welt zu verändern. Denn wir alle können etwas bewirken, wir alle können etwas tun, sind auf irgendetwas spezialisiert, haben Möglichkeiten. Wir müssen nur damit anfangen, es einfach zu tun. Und deswegen bin ich neugierig, was werden Sie tun? Dankeschön. Ein Phänomen, diese Jane Goodall ist, huh? Unglaublich. Die Frau tut wirklich alles. Sie studiert die Sprache von Schimpansen im Urwald, aber sie verteilt in China im Regierungsviertel DVDs. Sie ist unglaublich, die Frau. Es ist die mächtigste und auch inspirierendste Frau, der ich je begegnet bin. Und sie ist immer noch unterwegs. Ich habe sie jetzt erst wieder vor kurzem in Amerika gesehen. Es ist alles, was sie tut, 300 Tage im Jahr, seit den letzten 20 Jahren. Und es gibt niemand Tolleren, als Jane Goodall einmal zu begegnen und ihr einfach nur nahe zu sein. Das ist wirklich was Tolles. Und wenn man das wieder in Verbindung sieht mit dem, was wir von Doris Schmiedauer eingangs gehört haben, The Future is Female, das ist so eine sanfte, gutmütige, liebevolle Frau, die gar nicht dieses durchschlagskräftige Auftreten hat, aber offensichtlich ist sie auf der ganzen Welt vernetzt. Absolut. Und kann Xi Jinping zum Umdenken überreden. Das ist wirklich ein Hammer. Sie haben die wichtige Frage gestellt, die wir immer wieder stellen bei den Erdgesprächen, nämlich was habt ihr denn vor, in Zukunft zu tun? Und als kleine Inspiration möchte ich jetzt noch 2 Frauen auf unser Sofa holen. Einen großen Applaus bitte für Birgit Schacht von Extinction Rebellion Austria und Franziska Marhold von Fridays for Future Vienna. Hallo. Hallo, servus. Birgit, ich beginne bei dir, oder Bix, wie man dich eigentlich nennt, habe ich gehört. Dir ist dieser Bühne extrem vertraut. Du hast selber viele Jahre lang die Erdgespräche moderiert und du hast dich entschlossen, Aktivistin zu werden bei Extinction Rebellion Austria. Kannst du uns ein bisschen erklären? Wir haben gehört vorhin von unserer Frau in Paris, von unserer Heldin von Paris, man muss Entscheidungen treffen. Wieso die Entscheidung für genau diese Bewegung und was macht diese Bewegung aus? Danke, herzlichst. Da hole ich ein klein wenig aus. Ganz so groß war die Bühne noch nicht, wie ich die Erdgespräche das letzte Mal
moderiert habe, da waren wir noch in der Hofburg. Und kurze Zeit später bin ich in schwere Depressionen verfallen, weil ich, obwohl ich in der österreichischen Umweltbewegung eigentlich für alle Organisationen gearbeitet habe, dann beim ORF Nachhaltigkeitsbeauftragte war, tolle Veranstaltungen wie diese moderieren durfte, irgendwann geglaubt habe, es ist alles zu wenig, zu langsam, zu wenig, es geht sich nicht mehr aus. Ich habe von Anfang an, ich habe als WWF-Mitarbeiterin sehr, sehr früh von der Klima, damals noch Klimakrise, die irgendwann mal kommen könnte, gehört. Die hat sich in rasanter Zeit zu einer Klimakatastrophe entwickelt, in der wir mittendrin stecken, wenn wir sehenden Auges die Welt betrachten und nicht nur österreichische Medien konsumieren. Das ist immer ein guter Tipp. Ich bin dann schön langsam gesundet, habe aber dann vorgehabt, eigentlich nur noch ein ruhiges, ich sage mal ein kleines, stilles Leben. Ich habe mir vorgestellt, vielleicht wäre ich Blumenverkäuferin oder so irgendetwas. Und dann sind die Fridays auf meinem Horizont aufgetaucht und kurze Zeit später Extinction Rebellion. Und ganz ehrlich, ich bin der Ansicht, es ist gut, was bis jetzt alles passiert ist in der österreichischen und in der globalen Umweltbewegung, aber es braucht jetzt wirklich eine ganz, ganz breite, massive öffentliche Beteiligung von Menschen, die sich auf die Straße stellen und vielleicht auch zivilen Ungehorsam leisten. Und dann sind die Fridays aufgetaucht. Ich glaube, Bix, es hat sich gezeigt, diese Mobilisierungskraft, die gibt's. Fridays for Future sind eigentlich fast von gestern auf heute zu einer Massenbewegung geworden. Liebe Franziska, bedeutet das automatisch, dass man Konkretes weiterbringen kann? Wie macht man aus der Bewegung tatsächlich was Umsetzungskräftiges? Ja, die Sache ist ja, wir sind ja nicht aus dem Nichts gekommen. Die politische Landschaft war da, als sich Greta vor das Parlament gesetzt hat. Und die Leute haben alle schon gewusst, Klimakrise ist ein Problem. Sie wussten nur nicht, was zu tun ist. Und dann kam Fridays for Future und hat ihnen eine Möglichkeit gegeben, jetzt aufzustehen und jetzt zu demonstrieren und jetzt der Politik zu sagen, dass wir nicht mehr akzeptieren, dass wir ein Problem haben, sondern dass wir jetzt auch handeln. Und aus dieser großen Mobilisierungskraft, die wir haben, dadurch, dass diese ganzen Leute erkannt haben, dass das ein Problem ist, dadurch entsteht Hoffnung, die vorher vielleicht nicht da war. Und diese Hoffnung kreiert dann mehr Handeln. Und durch Durchhaltevermögen und mehr Hoffnung und mehr Handeln, dann werden wir es irgendwann schaffen, weil wir müssen. Richard oder Richie, wie deine Mama sagen würde. Ich glaube, was wir an dem Beispiel deiner Filme lernen können, ist, dass auch wichtig ist, auf konkrete Menschen, Organisationen, Entscheidungsträger zuzugehen, oder? Na, auf jeden Fall. Also man kann jetzt nicht einfach nur zum Beispiel einen Film machen und hoffen, dass der einen Erfolg hat und bei den richtigen Menschen ankommt. Das ist eine, es braucht eine konkrete Kampagne und man muss die Leute auch wirklich also direkt ansprechen und sie auch wissen lassen, ja, wir meinen euch. Und das haben wir auch zum Beispiel bei der mexikanischen Regierung gemacht. Wir haben immer wieder gesagt, ihr, nur ihr könnt dieses Problem lösen und die ganze Welt schaut zu, ob ihr das jetzt macht oder nicht. Mhm. Wir werden euch beobachten und dieses Spotlight, das sie normalerweise nicht ernst nehmen, wenn man klein ist und unbedeutend, aber durch die Kombination von eben Hollywood-Star, National Geographic, einer gesamten Kampagne, plötzlich kommen sie so ins Rampenlicht und denken sich, okay, wir müssen reagieren, wir müssen etwas tun, weil sonst blamieren wir uns vor der ganzen Welt. Mhm. Und darum geht es eigentlich, die Leute herauszuheben. Joanna, we are going to hear from you. We are going to hear your life's work and your story this evening. One of your big issues is holding those responsible organizations, governments, who are responsible for destroying the planet. Are movements like those we have in Austria able to do that? Can you do that with films alone? Can you put enough pressure on big oil companies, for instance? Actually, I'm a very big fan of artivism. Artivism is activism through the arts. Personally, I really want to introduce this kind of activism in my community because I don't know if you all know the Philippines. In the Philippines, it's very hard to be an activist because
it's the kind of culture that's demonized. And that is why we turn to films, we turn to music, visual arts, theater, literary arts. We want to hone these kinds of artists to be more active. And it will be our way of educating our communities to also be part of the global movement. I believe that through the arts, we can actually pressure the government, the corporations, to be able to communicate well our advocacies, and for them, of course, to take action and what we really want to pursue. Was wir auch gesehen haben in Richards Filmen ist, dass man manchmal einerseits sich selbst in Lebensgefahr begibt mit Activism und andererseits, dass man manchmal Grenzen überschreiten muss, bewusst über eine Grenze gehen muss. Glaubst du, dass es auch für Fridays for Future, für Bewegungen in Österreich notwendig sein wird, noch unangenehmer zu werden? Wir haben in Österreich mal eigentlich das Privileg, dass wir demonstrieren können auf eine relativ sichere Art. Mhm. Wenn man Aktivisten und Aktivistinnen aus anderen Ländern kennenlernt, wie wir das auch tun, aus Russland und anderen Ländern, dann merkt man, dass das dort viel schwieriger ist. Ja. Und wir haben da ein sehr großes Privileg und das schätzen wir auch. Was nicht heißt, dass wir nicht unangenehm sein werden. Wir werden sehr unangenehm sein und wir werden unangenehm bleiben, weil wir keine andere Wahl haben. Und ich glaube nicht, dass es gehen wird, ohne unangenehm zu sein, weil sonst hört einen niemand. Und wir werden auch wieder ganz, ganz laut sein. 29.11. nächster weltweiter Klimastreik. Sehr gut. Ich habe euch versprochen, ihr kriegt mehrere Ideen heute auch an die Hand geliefert, wie ihr euch engagieren könnt. Und bevor wir weitermachen, deshalb auch drei wichtige Hinweise noch von unserer Seite. Sea of Shadows ist demnächst in Vorstellungen in Österreich, in Wien zu sehen. Mit eurem Ticket für die Erdgespräche heute bekommt ihr eine Ermäßigung und also direkt an der Abendkasse einfach das Ticket kaufen und mit dem Erdgespräche-Ticket hingehen. Tickets reservieren und vorbestellen könnt ihr unter erdgespreiche.net. So, und dann haben wir heute ihn auch schon kurz in einem Zuspieler gesehen, Andrea Kroster, unser großartiger Aktivist und ehemaliger Erdgespräche-Unterstützer und Vortragender. Den könnt ihr mit der Earth League International unterstützen. Er ist auch in Sea of Shadows zu sehen, einer der Protagonisten. Und er hat eine Facebook-Fundraising-Aktion gestartet. Auch da könnt ihr mitmachen und unterstützen. Und wir haben es auch gerade gehört von Franziska, der erste Call to Action, 29. November, der nächste Global Strike for Climate. Birgit, Franziska, vielen, vielen Dank für euren Einsatz und danke, dass ihr heute danke da seid. Euch. Dankeschön. Und in politisch aufgeladenen Zeiten ist es auch wichtig, gerade wenn man auf Widerstände stößt, immer wieder deutlich zu machen, unsere Bewegung ist breit. Wir sind die Stimme der vielen. Und mit diesem Hintergedanken hat Neon Green Network die Aktion Nur eine Erde ins Leben gerufen. Ganz simple Ideen. Viele Menschen, möglichst viele Österreicherinnen, Österreicher, Europäerinnen, Europäer senden einen Kurzclip ein. Beispiel hier. Wir haben nur diese eine Erde. Eine einzige. Eine. Eine Menschheit. Nur eine Welt. Nur eine Welt. Ein Planet. Eine Erde. Wir haben nur diese eine Erde. Nur eine Erde. Nur diese eine Erde. Wir haben nur eine Erde. Die gibt's kein zweites Mal. Eine. Oder keine. Nur eine einzige. Eine schöne Welt haben wir, aber nicht zwei. Ein wertvolles Geschenk. Und deswegen müssen wir raus. Aus Kohle, Öl und Gas. Weil wir unser Klima und unsere Natur schützen müssen. Passen wir auf sie. Alle gemeinsam. Weil Klimaschutz auch Tierschutz ist. Auf dieses Unikat müssen wir aufpassen. Weil wir nur eine Erde haben.
Das läuft noch. Bitte schickt eure Clips ein. Zählt mit. Wir geben euch wirklich mehr als 3, wie zu Beginn gefordert, Vorschläge, was ihr alles tun könnt für euren Input, für euren Umwelt- und Klimaschutz. Schickt ein für die Aktion Nur eine Erde. Schickt euer Video unter nur eine.net. Habt ihr alle Infos, wo ihr das Video deponieren könnt. Eine der beeindruckendsten Vortragenden, die etwas sich überlegt hat, was Umweltschutz und Klimaschutz komplett umkrempeln würde, bei diesen Erdgesprächen, war Polly Higgins. Die hatte eine auf den ersten Blick komplett simple Idee, die aber selbstverständlich sauschwierig umzusetzen ist. Ihr Gedanke war, wenn jemand gezielt unseren Planeten, ein komplettes Ökosystem, das Klima vernichtet, dann soll man diese Organisation, diesen Menschen, dieser Regierung völkerrechtlich zur Verantwortung ziehen können vor dem Internationalen Gerichtshof. Schwere Umweltverbrechen, also Ecocide, zu einer Straftat machen, die klagbar ist, gegen die man auch vor Gericht seine Stimme erheben kann. Es war ein Riesenschock für die Community, vor einem halben Jahr zu erfahren, dass Polly plötzlich verstorben war. Die Erdgespräche 2019 sind ihr gewidmet, Polly Higgins. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der es für schwere Umweltzerstörungen echte Konsequenzen gibt. Diese Vision hatte Polly Higgins. What if the Earth had rights? After all, we as humans have rights. Die schottische Rechtsanwältin hat sich dafür eingesetzt, dass Ökozid, also die erhebliche Beschädigung, Zerstörung oder der Verlust von Ökosystemen, strafbar wird, wie Völkermord oder Kriegsverbrechen. Konzernchefs oder Minister sollen persönlich vor Gericht gestellt werden können, wenn sie Umweltschäden zu verantworten haben. My next thought actually changed my life. I thought the Earth is in need of a good lawyer. Polly Higgins ist leider nicht mehr unter uns. Sie starb mit erst 50 Jahren im April 2019 nach einer kurzen aggressiven Krebserkrankung. Die grüne Bewegung hat damit eine wichtige Visionärin verloren. Polly Higgins hat sich mit Büchern, Reden und politischer Überzeugungsarbeit unermüdlich dafür eingesetzt, dass Ökozid zu einem Völkerrechtsverbrechen erklärt wird. And I found myself thinking, yes, it's like genocide. It's ecocide. That should be a crime. Ein fiktiver Ökozidprozess vor dem obersten Gerichtshof des Vereinten Königreichs war bereits erfolgreich. Polly Higgins galt zu Recht als Anwältin der Erde. Doch sie war nicht die Einzige. Ihre Arbeit wird von ihrem Team fortgesetzt. Ihres Teams, das die Arbeit von Polly weiterführt, ihr Lebenswerk am Leben erhält, ist heute hier bei uns in Wien. Einen großen Applaus bitte für Jojo Meter. Come to the stage, please. Hi. Thank you so much for being here. So, Jojo, you have, it's a very, I would imagine, emotional time for you. We've lost Polly, but you are here to continue her life's work. How do you manage to keep Stop Ecocide alive? I would say with help. First of all, with help from Polly herself. I worked very closely with Polly for 4 years, for the last 4 years of her life. And so, as it turns out, that was a very intense training to then take up that torch that she had carried for so long. But secondly, from help from an amazing team. When Polly first became ill, we had amazing communications from people who were pouring, you know, love and support and devastation towards us and shock at what was happening and who were asking, how is this work going to continue without Polly? But in reality, what happened was quite incredible. When she passed away, there was a huge upsurge of support and lots of people stepped up and said, Jojo, we want to help you continue this. We've got to make sure that this work continues and doesn't die with Polly. So the last few months have been incredibly
have been a roller coaster, but have also been deeply inspiring, and we now have a very big team that is working on this. We've heard tonight about many movements, global movements, who gain a lot of traction, a lot of influence and awareness. Can those actually help to create specific instruments of law like Polly imagined? I think this is a really important factor in what's happening at the moment, especially for us, because for many years, you know, Polly and I sat there feeling like this is so obvious that we need to criminalize mass damage and destruction to the earth. Why is this not obvious to everybody else? But this year, just over the last, you know, 9 to 12 months, we've seen a huge transformation in that due to Fridays for Future, due to Extinction Rebellion, which was born in our hometown, in my hometown where I work with Polly. And that alarm call, that wake-up call, has completely transformed the conversation. It means that the public are so much more aware of the situation we're in. They're much more aware that we're in this incredible climate and ecological emergency. And what that means is that we're now being heard, that people are able to hear this idea of bringing ecocide into criminal law and drawing that kind of moral red line where we say, this is the point that we do not go beyond. Mm-hmm. How can those who are inspired by your work and who also think, this is so logical, why isn't this already a crime, ecocide? How can those who think like that help you? Well, first of all, we would invite people to go to our website, which is stopecocide.earth, and to become, alongside already many thousands of others, earth protectors by signing up to their campaign. Because we see criminal law as protective law. If you have a right to life, it's protected by the fact that murder is a crime. If that wasn't the case, your right to life would not be valid. And the rights of nature need a similar protection, and that protection is the law of ecocide. So we see ecocide as a protective law, and it's a campaign for earth protectors. So we invite everybody in this room to become earth protectors at our website. We also have a pilot scheme in place where towns can become earth protector towns, colleges can become earth protector colleges. So institutions and municipalities can start approaching positively the aspects that they work with, you know, procurement, infrastructure, education, with this basic assumption that we should be doing no harm, of first do no harm. And it's a way of preparing for a world which does have this law in place and which does operate in a way that protects the basic integrity of the larger web of life that we form a part of. Mm-hmm. And I'd love to, if it's all right with you, I'd actually like to kind of put some of Polly's words into this space, because she had an amazing thing that she would do. Sometimes in the middle of the night, she would wake up and she would be inspired to write down the thoughts that came to her in the middle of the night. And she kept those all to herself, but she left them to me when she died, and they were called earth notes. And I'd like to read you one of her earth notes as yes, a note please. Of inspiration. What do you wish to experience? When you wish with all your heart, it is heard by the universe, and nothing less can come into being. Know this, you now have something far more valuable than you realize. You have all the means at your disposal to manifest whatever it is you wish to experience in this lifetime. Many others like you are ready, so go on. Wish big and greatly, for in time, everyone who so chooses can and shall step into their highest being. Time is elastic. Much can happen in a moment, so let go of timelines. They only exist in a 3D universe. Yours is a 5D universe where time and space have multi-continuums that override lower dimensions and linear thinking. Speak. And you shall be heard. Your voice carries your intent, so be clear in what you ask for and what you call in. Small and large, they shall all be met. Thank you. Thank you so much for sharing this with us.
Richard, I imagine that you have material on film that would be valid to bring before a court of justice and yeah. hold accountable as a crime, as Polly Higgins. For sure. We met today for lunch. We'll be in touch also about my next project coming. There's a lot of things we can do together. So it's very, very exciting. Very cool. This is why we are here for. Thank you so much, Jojo, for coming. And also a hearty welcome to Jojo's husband, to Ian Laurie. Thank you for being... Polly's husband. Thank you so much for being in Vienna. And thank you, Jojo, for sharing Polly's thoughts with us. Thank you so much. Erdgespräche, meine lieben Damen und Herren, gibt es nur, weil wir zuverlässige Partner haben, zuverlässige Unterstützerinnen und Unterstützer haben. Und Sponsoren der ersten Stunde sind die Ökostrom AG. Man soll bei allen Partnern, gerade als Erdgespräche, darauf achten, das ist auch der Anspruch, dass es sich um Unternehmen handelt, die selbst den Anspruch haben, die Welt zu verbessern. Und diesen Anspruch auch leben. Umso mehr freut es mich, dass ich jetzt den Vorstand der Ökostrom AG bei mir auf der Bühne begrüßen darf. Kommen Sie bitte zu uns, Lukas Stüllinger. Hallihallo, danke schön fürs Dasein. Lukas, die Ökostrom AG war Pionierin, wenn es um die Umsetzung der erneuerbaren Energie ging, wenn es darum ging, erneuerbare Energien zu nutzen. Trotzdem scheint es unendlich lange zu dauern, um tatsächlich das fossile Zeitalter hinter uns zu lassen. Gibt es Ideen, konkrete Ansätze seitens der Ökostrom AG, wie man das beschleunigen kann, diesen Prozess? Ich glaube, du hast richtig angesprochen, die Ökostrom AG gibt es jetzt seit 20 Jahren und da war es ja so, dass eigentlich die Erneuerbaren erst so richtig begonnen haben. Da sind wir wirklich, glaube ich, auf einem guten Weg im Strom, in der Stromversorgung heute, dass wir das schaffen, dass wir auf 100% erneuerbare Stromversorgung kommen. Alle großen Stromversorger mittlerweile sagen auch, bis 2030 kann man das schaffen. Wo es wirklich aus meiner Sicht große Themen gibt, wo wir weiterkommen müssen, ist in der Mobilität. Da gibt es natürlich die Technologien, es gibt den öffentlichen Verkehr, es gibt die E-Mobilität, aber da braucht es richtig einen Schub. Die Lösungen sind eigentlich da, ne? Aber es braucht einen Schub von unserer Seite, von Seite der Politik, aber auch von den Konsumenten, zu sagen, wir bauen die Erneuerbaren aus, nutzen die E-Mobilität, um da wirklich CO2-frei zu werden. Und wo wir große Themen sehen, die eigentlich überhaupt nicht im Fokus sind, ist das ganze Thema Wärmeversorgung. Also jeder, der hier im Saal ist, hat zu Hause eine warme Wohnung hoffentlich, aber das ist meistens halt aus fossiler Energie sozusagen auch erzeugt. Und das sind riesige Mengen an CO2, die da sind und da braucht es einfach wirklich jetzt auch Gedanken und Maßnahmen. Es gibt am Land Technologien wie Wärmepumpen etc., aber es gibt auch noch viele Ölheizungen. Und da braucht es einfach Ansätze, es braucht eine Kennzeichnung für wo die Wärme herkommt, kommt es auf fossile Energie oder nicht. Es braucht auch einfach da Umrüstung auf erneuerbare Energien und da bemühen wir uns dafür, dass das auch passiert. Wir hören ja die ganze Zeit, der Druck von der Zivilgesellschaft, der steigt, dieser Shaming findet statt, dieses Warum tut ihr nichts? Die Frage ist, was konkret erwarten wir als Österreicherinnen und Österreicher von der nächsten Bundesregierung, welche auch immer sie sein möge, ein Vorschlag? Was muss da oben stehen auf der Agenda? Ich glaube, die da hier im Saal sind, ihr Verständnis für die Themen haben, für das Thema Klima haben, die Fridays, das Klimavolksbegehren, die Extinction Rebellion und auch wir wollen, dass was passiert, was Konkretes, weil es gibt viele Papiere, es gibt Konzepte, wie das jetzt sozusagen genau was passieren soll, was umgesetzt werden soll auf der politischen Ebene, aber es muss jetzt halt wirklich festgemacht werden, es braucht Maßnahmen, weil was es braucht, ist ja eigentlich bekannt. Es braucht den Ausbau der Erneuerbaren, es braucht thermische Sanierung, einen wirklichen Fokus auf die thermische Sanierung, um hier die Energieeinsparungen zu erreichen. Es braucht eine CO2-Steuer. Diese Themen gibt es alle und man weiß, was zu tun ist. Die stehen auch in den ganzen Programmen drinnen. Jetzt muss es wirklich festgezurrt werden und ich glaube, es sind ja auch einige Regierungsverhandler da und ich bin sehr zuversichtlich, dass das auch passiert, wie ich die Beteiligten kenne. Ja, liebe Regierungsverhandler, das ist kein freier Abend. Dankeschön, Lukas Stüllinger, und danke für die Unterstützung der Ökostrom AG. Danke sehr.
mein Markenzeichen der Erdgespräche ist, dass sie immer wieder kreative Ansätze aufzeigen, wie man Kunst in Aktivismus verwandeln kann. Artivism ist heute schon gefallen als Stichwort und ich freue mich sehr, dass ich jetzt einer Frau die Bühne geben darf, die ihre Kunst in Aktivismus zu verwandeln versteht, nämlich Rap und Slam Poetry. Jasmo ist Slam-Poetin, Autorin und Rapperin. Sie sagt, was sie denkt und nimmt sich dabei kein Blatt vor den Mund. In ihren Texten, ganz gleich ob mit oder ohne Beats, geht es um Feminismus, Empowerment und Systemkritik. Ich hoffe, wir haben das nicht wieder verloren. Es war nicht immer so, aber mittlerweile mache ich mir Sorgen. Was Satire war, wird jetzt zur Realität außer Korn. Die Früchte unserer Eltern scheinen, naja, verdorben. Und 2013 hat sie bei den österreichischen Slam-Meisterschaften als erste Frau den ersten Platz gewonnen. Seit 2011 hat sie 4 Alben veröffentlicht. Sie gibt außerdem Slam-Workshops für Jugendliche und hat zuletzt mit Mira Lukovac das Wiener Popfest kuratiert. Neon Green Network präsentiert Jasmo. Jasmo ist Slam-Poetin, Autor. Ja, vielen Dank. Grüß Gott, servus. Sie wissen nun, wer ich bin. Wenn Sie das nicht wissen, ist das vollkommen in Ordnung und ich hoffe, Sie wissen es nach meinem Text oder zumindest das, wofür ich einstehen möchte. Ich mache Texte und Auftreten und auf Bühnen stehen schon sehr, sehr lange und man begegnet da immer wieder ganz vielen verschiedenen Leuten und ich durfte in meinem Leben ganz, ganz fantastischen Frauen, auch Männern, aber Frauen begegnen und es werden ein paar Frauen in diesem Text zitiert und deswegen möchte ich das von vornherein anführen. Zitate werden gefunden von Theresa Hahl, alles Freundinnen von mir, auch noch Fatima Momuni, Mieze Medusa und Lauryn Hill. Also Lauryn Hill und ich lernen uns noch kennen, aber sonst kenne ich die anderen schon. Nein, und was ich damit sagen will, ist, ich freue mich wahnsinnig, hier sein zu dürfen. Die Angie hat gefragt, ob ich kommen mag und gemeint, es geht um Aktivismus und es geht um Heldinnen und es geht um Helden und ich war so, oh, ich habe einen Text. Insofern trage ich diesen Text jetzt vor. Und möchte ein bisschen dazu anregen, auch wenn es vielleicht die falsche Einleitung ist, dass wir uns ein bisschen an einen Marvel-Film orientieren für den Anfang. Also wir stellen uns einfach ganz viel Zerstörung vor. Wir können uns aber eigentlich auch die Welt in ein paar Jahrzehnten vorstellen, außer wir ändern noch was. Genau, und das brauchen wir für die Anfangsstimmung und dann geht es eh schon weiter. Explosion und Feuer, Autos fliegen durch die Luft, Rauchwolken und Geschrei, Aliens kommen, Zombies sind auch dabei, die Welt geht gleich unter. Der Himmel verfinstert sich, Wind weht, Menschen und Häuser verlieren das Gleichgewicht, alles stürzt ein. Der Asphalt beginnt zu bröckeln, Glas klirrt, Schirme fliegen durch die Luft und Menschen rennen panisch weg. Doch da, hoch oben in der Luft, was ist das? Da kommt unsere Hoffnung her. Iron Man fliegt herbei und rettet die Welt. Superman fliegt herbei und rettet die Welt. Batman fliegt herbei und rettet die Welt. Ich weiß, ich habe Marvel gesagt, aber die zwei DC-Leute dürfen mit rein. Hulk springt dazu und rettet die Welt. Thor und Captain America fliegen herbei und spielen Frisbee und hauen den Lukas mit dem Hammer. Scarlett Johansson ist auch da und verprügelt jemanden, hilft also mit und muss Hulk nachher beruhigen, damit der wieder zu Bruce Banner wird. Brad Pitt fliegt herbei und tötet ein paar Zombies und Vin Diesel überfährt irgendwen mit einem fetten Auto. Der Gesichtsausdruck hält. Den habe ich geübt. Und mit vereinten Kräften der Superhelden ist der Frieden wiederhergestellt. Dank ihnen haben wir sie wieder, unsere wunderschöne Welt. Und danach? Danach wird Pepper Potts, Lois Lane, Mary Jane Watson und Jane Foster gedankt, den Heldinnen der zweiten Reihe. Die, die einen Platz in der Geschichte verdient haben, aber nur einen kleinen. Die Heldinnen der zweiten Reihe, die ziehen dich groß, die werfen dich unter Schmerzen in die Welt, die studieren, sind selbstständig und verdienen immer noch nicht gleich viel Geld. Diese Heldinnen, die ich meine, die heißen vielleicht Lise Meitner und entdecken die Kernspaltung, kriegen dann vor der Humboldt-Universität in Berlin das kleinste Denkmal, weil in der Mitte Helmholtz fett thronen muss. Diese Heldinnen, die ich meine, die übersetzen sich in das zweite Geschlecht und nennen es dann das andere. Diese Heldinnen, die gehören auch nach vorne, die darf man nicht verschweigen. Diese Heldinnen gibt es im Hier und Jetzt und darüber zu reden, das darf man nicht vermeiden.
Diese Heldinnen haben gesagt, ihr müsst verstehen, dass niemand euch entdecken wird, weil niemand will, dass ihr euch in die erste Garnitur verirrt. Und sie hatten recht. Diese Heldinnen haben gefragt, ob ich wohl Spuren hinterlasse. Und ich kann die Frage getrost beantworten mit ja. Die Heldinnen der zweiten Reihe, die gehören nach vorne. Die haben mir beigebracht, dass ich an mich glauben kann, dass ich ein Recht auf Bezahlung habe, dass ich machen kann, was ich will, dass ich werden kann, wer ich will und dass ich, egal was passiert, immer eine Schwester habe. Dass du, wenn du sagst, you've been down to the river and you know how it feels to swim in a blue water, auf meine Antwort hören kannst, wenn ich dir sage, nein, you were born by the river and the change is gonna come. Dass du, wenn du sagst, lass uns nur ein halb leeres Glas wieder voll trinken, sicher sein kannst, dass ich mit dir anstoße. Dass du dich auf mich verlassen kannst, wenn du wen zum Ausmalen brauchst, dass ich dich anrufen kann, wenn ich mich im 10. verlauf. Dass wir uns über Feminismus und Selbstbestimmung unterhalten, bis eine Wespe daherkommt und wir kreischend und hysterisch weglaufen. Dass wir eine YouTube-Party machen und wir uns besinnungslos besaufen. Dass du mich immer ermutigst, wenn ich unsicher bin und ich genau weiß, wie es dir geht, weil ich höre, wie deine Stimme klingt. Es gibt so viele Heldinnen der zweiten Reihe, aber die gehören nach vorne, die darf man nicht vergessen, auch die sind zum Schaffen auserkoren. Diese Heldinnen, die Stutenbissigkeit nicht kennen, die sich Schwestern und niemals Bitches oder Feindinnen nennen. Heldinnen, die sagen, don't be a hard rock when you really are a gem und die von nichts und niemandem wegrennen. Heldinnen der zweiten Reihe, die nach vorne gehören, die eine Stimme haben und diese auch nutzen, die schreiben, verkaufen, ins Weltall fliegen oder putzen, die gehört, gehören und das nicht nur auf E1. Ich rede hier von Frauen, durch Heldinnentum vereint. Und keine Sorge, Jungs, wir nehmen niemandem etwas weg. Wir haben nur auch ein Recht auf ein Herrengedeck. Und ruft mich eine Heldin an und ist ja so. Und ruft mich eine Heldin an und bittet mich um Rat, dann stehe ich ihr zur Seite, auch mit Tat. Und es ist nur eine Leggings, die du brauchst, dann nehme ich sie dir mit, eine zweite auch. Heldinnen der zweiten Reihe, die gehören nach vorne. Und wenn du magst, ich habe ein Bier und will es teilen mit dir, Schwester. Und ich weiß, kennst du das Mittel gegen mein Leiden? Du würdest es heilen, Schwester. Aber vergiss nicht, dass wir uns unser Leid teilen, Schwester. Und geteiltes Leid bleibt halbes Leid, auch in der zweiten Reihe, Schwester. Vielen, vielen Dank. Und es ist... Sie merken schon, Solidarität ist mir ein Anliegen, Sisterhood, Empowerment. Das habe ich sehr früh lernen dürfen. Ich komme vom Poetry Slam, das habe ich beim Poetry Slam lernen dürfen. Und genau, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, Solidarität ist etwas, das wir immer brauchen werden und das eine gute Sache ist. Und ich bin sehr dankbar um Solidarität. Ich liebe es, Hände zu reichen oder wenn man mir Hände reicht. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich eine ganz liebe, solidarische Freundin, die ich gerade eben zitiert habe, jetzt auch auf die Bühne bitten darf. Sie ist nämlich meine Teamkollegin und wir würden Ihnen gerne noch zu zweit einen Text vertragen. Meine Damen und Herren, Mieze Medusa! Das ist also die Überraschung. Das ist Mieze Medusa, sie ist ganz toll. Und zusammen sind wir ein... Aus deinem Mund klingt das noch viel schöner. Vielen Dank, Jasmo. Applaus für Jasmo. Jederzeit, immer, immer. Wir haben eine Einleitung für einen Text, der ist genau genommen ein anderer Text, aber der handelt von unserem Altersunterschied. Ich will damit sagen, oh mein Gott, ich sehe die Gletscher auch in Echtzeit schwinden und davon handelt unser Text. Ganz genau. Und er beginnt mit einer Frage, wir unterhalten uns nämlich manchmal und diese Unterhaltung hat so begonnen. Was passiert mit Interrail? Rucksack packen, auf Parkbänken schlafen, ist nicht mehr gut genug für die Kids. Muss jetzt immer gleich nach Shanghai oder Bali oder Goa. Ist schon Goa die Welt oder geht noch ein Meter? Das könnte man übersetzen, verliert aber. So wie das Flugzeug an Höhe verliert beim Landeanflug. So wie das Niveau an Höhe verliert bei Germany's Next Top Model oder Schwiegertochter gesucht. So wie man den Faden verliert mitten im... Wo waren wir gerade? Und Sie haben ja recht damit, dass Sie sich die Welt anschauen, solange sie noch da ist. Was geht denn alles unter? Venedig. Die Philippinen. Das Abendland. Metaphorisch. Die Niederlande. In echt. Macht ja nichts. Spielen wir halt Unterwasserfußball, reißen tun die trotzdem die Österreicher nichts. Und so reisen wir mit unseren Frequent Flyer Meilen um die Welt unter dem Motto: Besuchen Sie den Strand, solange er noch steht. In der Zwischenzeit in Amerika. Look, if you had one shot, one opportunity
to fuck up the whole planet, would you capture it or would you just let it slip? His palms are sweaty, alle sind so mean zu ihm, er tweetet was, oh forget it, dass alles so komplex ist. Handshake mit Merkel, bah, he's a proper sexist. Der will die Muslims so wie Steve verbannen, leugnet den Klimawandel, er ist Fan vom Brexit und will niemals gendern. Pussys werden belästigt, he drops bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, heiße Luft kommt raus, die Erde heizt sich auf. Alternative fact, wir sterben bald aus, es ist so sad, wie er postet. 140 Zeichen voller Doofness, Kofeffi, Fake News, Trumpgate, fuck, den hat echt wer gewotet. 2:12 auf der Doomsday Clock, Time's up, overblow, snap back to reality, Schluss mit Diversität, schau mal, wo das Meer schon steht, Wasser bis zum Hals, ist ihm egal, weil er doch glaubt, dass er auf Wasser geht. Hat so viel von Gott geredet, dass ihn sogar der Papst verschmäht, wo's moch ma jetzt? Könnte sich da bitte irgendjemand geschwind was einfallen lassen? Hat irgendwer eine Idee, wenigstens eine. Sowas in die Richtung von ein kleiner Schritt für mich, ein großer Schritt für die Menschheit. Oder alle eher so, na, ist mir wurscht. Ich hau einen Hut drauf. Macht ja nichts. Merksatz. Wenn die Welt untergeht, dann zieh nach Wien. Dort geht sie 50 Jahre später unter. Wien. Die Stadt, wo man einen Spritzwein trinkt, wo man sinniert, wo man nochmal schaut, wo man Bilderbuch singt. Wo man herzhaft und was Gutes isst, weil... Mama kocht für alle, Mama kocht für mich und dich. Wien. Wo man alles nicht so ernst nimmt. Wo ein Kaffee noch ein Kaffee-Jol ist. Wo man statt einem Brötchen und einer Strippe noch eine Schrippe, wie auch immer, eine Kaisersemmel kriegt. Wo eine Wurst ein Würstel ist. Und wo es kein Späti gibt. Weshalb du immer beim Würstler bist. Wien. Wo man die Künste feiert. Wenn die Künstler und Künstlerinnen am Zentralfriedhof liegen. Und wo man beim Österreich-Ungarn-Spiel fragt, und gegen wen müssen sie heute siegen? Wien. Wo noch nie die deutschsprachigen Meisterschaften in Sachen Poetry Slam stattgefunden haben und womöglich nie mehr stattfinden werden, weil warum? Na, folge nicht. Na, Schmähone. Ja, genau das ist es, nämlich mit der Wiener Vertröstungsstrategie. Und der Verdrängung. Weltuntergang? Ich glaube nicht. Ein echter Wiener geht nicht unter. Und wie macht er das? Er verliert seinen Meereszugang beim aristokratischen Poker. Und warum soll's ihn jetzt kümmern, wenn der Meeresspiegel steigt? Der Wiener macht ab jetzt Sommerfrische in den Alpen, wo es kostet wird. Wir rücken dem Weltuntergang auch gerne sprachlich zu Leibe, weil so groß kann eine Katastrophe gar nicht sein, dass man nicht auch ein Katastrophal draus machen kann. Kann? Kennert. Könnte. Der Wiener schreibt den Konjunktiv groß und dann machen wir Mittagspause. Es geht ein Gespenst um in den Schaltzentralen der Wiener Macht und es sagt... Mahlzeit. Und wenn es uns mal wirklich reicht, dann reagieren wir so. Gescheit bist überhaupt nicht und du bist kein Oberhaupt nicht, bist der Frühstücksdirektor, sie sind eine Person und die braucht's nicht. Aber wir wollen ja nicht nur schimpfen. Und es stimmt ja, jeder hat seinen Rucksack zu tragen und sein Backerl und es wird schwerer und außerdem wird's heißer auch noch. Wir werden weniger. Jedes Jahr sterben 58.000 Daten aus. Wir werden mehr. Am 1. Juli 2012 ist der 7-milliardste Mensch gezählt worden. Wir schreiben das Jahr 2019. Was kostet die Welt? Es kostet uns die Welt. Und die Gewässer dieser Erde gonna rise up. Und die Entrechteten der Erde gonna rise up. Und das Erdöl dieser Erde gonna dry up. Und die Sonne, die wird größer, we gonna fry up. Und die Stimmen, die sich erheben, werden leiser, leiser. Leiser. Und wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Ein Mundl-Zitat? Ein 5/8-Zitat? Ein Falco-Zitat? Muss ich denn sterben, um zu leben? Oder es fällt uns selbst was ein. Dankeschön. Ihr seid ein Wahnsinn. Irgendwo in der Regie da oben sitzt jetzt ein Simultanübersetzer und weint. Das
Sie bekommen nachher Schokolade und ein Prosecco. Danke für Ihre Arbeit. Dankeschön, Jasmo. Dankeschön auch an Mieze Medusa, die uns jetzt quasi reingequetscht hat, diesen Auftrag, und die schon wieder weg ist, weil sie eigentlich woanders gebucht ist. Dankeschön fürs Kommen zu den Erdgesprächen. Mittlerweile in Abwesenheit, glaube ich, die ist schon aus dem Saal raus. Vielen lieben Dank, dass Sie heute da waren. Ganz praktische Frage, wie merkt man sich das? Üben. Also es ist eine sehr langweilige und einfache Antwort, aber üben. Am besten im Gehen üben. Okay, gut. Also ein bisschen Wahnsinn und ein bisschen Irrsinn muss auch immer sein. Und ein bisschen Einsatz und schrille Texte vor sich her sagen. Wir widmen uns heute dem Thema, wie man mit Kreativität Aktivismus betreiben kann. Und eine, die das vorlebt, die seit vielen Jahren die Erdgespräche organisiert, die sie erfunden hat tatsächlich und sehr viele Teile ihrer Freizeit Jahr für Jahr und investiert, um uns diesen Abend zu ermöglichen, die darf ich jetzt zu mir auf die Bühne bitten. Einen großen Applaus für die Erfinderin der Erdgespräche und die Chefin vom Neon Green Network, Angie Rattay. Liebe Angie, Kunst und Kreativität, welche Rolle spielt das im Aktivismus? Eine riesige Rolle, weil es geht eigentlich immer um Inspiration. Und ich habe das selber, ich meine, es entsteht keine Kunst, kein künstlerisches Handeln ohne die Inspiration. Also Künstler sind da dann echt aufgeschmissen. Und ich habe das selbst in meiner Kindheit stark auch erlebt. Bin im Wiener Gemeindebau am Stadtrand aufgewachsen und dass sich die Leute extrem klein geredet haben, das hat mich immer sehr gestört. Und da habe ich mir auch gedacht, es fehlt einfach die Inspiration, das Selbstbewusstsein, der Mut. Also so alle, wir denken, können eh nichts ausrichten. Ja, so oft, ja, so ganz genauso in die Richtung. Und das hat mir immer so weh getan, weil ich mir gedacht habe, die Menschen reden sich selbst zu klein und wer hat was davon? Die falschen Politiker, die falschen Konzerne, die Werbung, wie auch immer. Wenn man sich dann Dinge kauft, die einem vielleicht das Selbstbewusstsein vorgaukeln, dass man dann irgendwie braucht, indem man ja, sich Sachen anschafft oder wie auch immer, die falschen Parteien wählt, keine Ahnung. Und ich dachte immer, wenn halt die Menschen noch nur mehr Selbstbewusstsein hätten, das wäre sehr schön und da braucht es eben mehr Inspiration. Mhm. Und das hat der Aktivismus mit der Kunst gemeinsam, auf jeden Fall. Bei Joanna hat uns vorhin erzählt, dass Artivism auf den Philippinen eine große Rolle spielt, weil es einfach auch gefährlich ist, Aktivistin zu sein und weil man seinen Aktivismus in der Kunst versteckt, sozusagen. Was für eine Rolle spielt Kreativität in Bezug auf Aktivismus, Kunst im Aktivismus in Österreich, würdest du sagen, Jasmo? Naja, also wie wir ja vorhin auch schon gehört haben, wir haben hier das Privileg, dass wir demonstrieren gehen dürfen, dass wir Meinungsfreiheit genießen und Pressefreiheit genießen. Nur eben Privilegien beinhalten für mich auch immer ein bisschen eine Verantwortung. Ergo kann ich als Künstlerin sein, dass ich gerne auch als Aktivistin rumlaufe. Aber ich glaube, dass sowohl Aktivismus als auch Kunst, als auch, ich meine, es geht ja am Ende doch immer irgendwie um Themen, sei es jetzt politisch oder irgendwer schreibt einen Love-Song, dann ist halt Liebe. Aber es geht irgendwie um Themen und diese Themen sind ja Themen, die sowohl von mehreren Menschen durchdacht werden, aber auch von mehreren Menschen rezipiert werden und das schafft eine Community und das haben vielleicht auch diese beiden Sparten so ziemlich gemeinsam, also dass es immer was Gemeinschaftliches ist. Also man kann Kunst nicht allein machen und man kann auch nicht allein, ich meine, man kann schon allein demonstrieren gehen, aber es ist halt Fahrt. Mhm. Das Coole an dem Abend ist, dass wir so frauenlastig sind. Ich moderiere viele Veranstaltungen, total oft wird man nur deshalb als Moderatorin engagiert, damit zumindest eine Frau am Podium ist. Es ist wirklich in vielen Branchen immer noch so. Ist gut für mein Geschäft, aber schlecht für die Gesellschaft. Würdest du sagen, Richard, dass weiblicher Aktivismus anders ist als männlicher? Ich glaub, Sie bringen die richtige Emotion zu dem ganzen Projekt, weil oft versuchen wir vielleicht die Dinge mit, also pragmatisch irgendwie anzugehen oder auch vielleicht mit zu viel Gewalt, dass wir etwas forcieren wollen. Und ich finde, Frauen sind ein unglaublich wichtiger Faktor, um einerseits das ganze Thema zu balancieren, aber auch eben um die Emotionen und ich weiß nicht, das richtige Denken vorwärts zu bringen. In meinen Filmen zum Beispiel versuche ich auch immer, Frauen reinzuholen, also nicht nur meine Frau, die ganz wichtig ist, aber unsere zum Beispiel Editorin Katharin
für The Ivory Game und auch bei Sea of Shadows ist eine Frau, bei Sea of Shadows war auch ein Mann dabei, aber die bringen einfach ein anderes Gefühl zu einem Projekt und wir brauchen sie. Wir hatten auch Beraterinnen engagiert gegen Ende, also zwei Executive Producerinnen aus den USA, um uns einfach den richtigen Blick auf das Thema zu geben. Und sie haben unglaublich dem Film am Ende geholfen. Mhm. Also einfach für die Sache, ich kann mich erinnern, sie wollten zum Beispiel mehr Tiere und mehr Liebe für die Tiere. Und sie wollten, dass wir Tiere mit Babys dazwischen schneiden, weil das funktioniert. Und es funktioniert wirklich, wenn du so einen Wal mit einem Walbaby siehst, hast du ein ganz anderes Gefühl, als einfach nur den Wal zu sehen. Und das sind so Ideen, die kommen und die wahnsinnig helfen. Mhm. Ja. What do you think, Joanna, would it take to get even more women on stage, to get even more women to voice their opinions, to show their activism? Sorry, I was... Can you repeat the question? Yeah, you're getting a translation by your headphones. So okay. What do you think would it take to get even more women to take the stage, to take center stage with their activism? Show the world that I feel like we should create more platforms for women so that other women can also look at themselves and then say, hey, look at the woman. She is telling her story. She is exposing herself. She's doing what she can. She is enough. So that means I am enough too. Mm-hmm. Yeah. Darf ich noch ganz kurz was sagen, nämlich zu der Frage Frauen und Aktivismus. Also was ist ein Aktivismus? Aktivismus möchte bestehende Verhältnisse ändern und bestehende Verhältnisse sind nicht as frauenfreundlich as it could be, sagen wir so. Das heißt, ich glaube, dass tatsächlich Veränderung von benachteiligten Gruppen in dem Fall, wenn es jetzt beispielsweise um Feminismus gehen sollte, mal ganz kurz weg vom Klima, wobei Klima ist ja auch, das ist was, da sind wir uns alle einig und da gibt es jetzt gibt's keine Benachteiligung von irgendeiner anderen Gruppe, sondern sind wir uns alle, wir brauchen die Welt, weil sonst ist weg und dann sind wir weg. Das heißt, da sind wir uns alle einig und auf gleicher Ebene. Aber in jeder anderen Form des Feminismus braucht es auch immer etwas von der Betroffenheit und mit Betroffenheit meine ich jetzt nicht, oh Gott, ich fühle mich betroffen und werde emotional, sondern Betroffenheit heißt ein Auseinandersetzen mit den eigenen Verhältnissen, mit den bestehenden Verhältnissen und auch mit Privilegien, die vielleicht vorenthalten werden. Und ich glaube, dass da Frauen viel mehr zu sagen haben. Mhm. Wer oder was hat dich zur Feministin geformt, Angie? Und zur Aktivistin? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt war da meine Erziehung, also meine Eltern, die da einfach einen wichtigen Teil dazu beigetragen haben. Deswegen ein Appell an alle Eltern, macht was Gescheites draus. In dem Fall, ich glaube, Töchter danken da oft ihren Müttern. Ich mag heute mal meinem Papa danken, weil ich bin dann irgendwann mal draufgekommen, je älter ich wurde, dass ich mich irgendwie nie emanzipieren musste innerhalb der Familie. Ich habe zwei ältere Brüder. Weil mein Papa hat mit einer Selbstverständlichkeit immer mit mir, ich meine, er ist der Koch in der Familie, so weit ist schon mal, immer mit mir genauso über Technik, über Fußball, über Politik gesprochen, genauso wie mit seinen Söhnen und heute sogar so eigentlich, dass er mit mir viel mehr über Fußball und Politik spricht. Das Einzige, was er mir je verwehrt hat, war meine Profifußballerinnenkarriere und da bin ich heute eigentlich gar nicht so traurig, weil ich glaube, in den 90ern war Frauenfußball jetzt noch nicht so der Burner. Aber sonst hatte ich eigentlich das Gefühl, dass ich da wurde nie ein Unterschied gemacht bei uns in der Familie und das war sehr schön und ich glaube, das hat mich dahergebracht, wo ich jetzt bin. Wir haben von Briggs von Extinction Rebellion heute schon gehört, dass sie schon in eine Depression verfallen war, bevor diese ganze zivilgesellschaftliche Bewegung reingekommen ist, auch in Österreich. Wie blickst du in die Zukunft aus heutiger Sicht? Ich meine, jetzt auf Österreich gesehen, geblickt, wir haben jetzt zwei Jahre eine Regierung gehabt, die mit 140 unsere Zukunft an die Wand fahren wollte. Und das fand ich schon mal nicht okay und da war ich auch schon der Depression nahe, also in so manchen Augenblicken. Die UN nennt 2 Grad plus catastrophic global warming. Wir steuern auf 4 Grad plus zu. Das sollte uns wirklich in Panik versetzen. Eigentlich bräuchten wir nicht nur Fridays for Future, wir bräuchten Saturdays and Sundays and Mondays for Future, weil es kann gar nicht genug sein.
Extinction Rebellion blockieren die Straßen. Menschen regen sich auf, weil sie in den Autos sitzen. Ich glaube, dass diese Menschen uns irgendwann mal dafür danken werden. Für diesen zivilen Ungehorsam danken werden. Ich hoffe, dass wir bald so weit kommen, dass man sich als Outsider, als Außenseiterin fühlt, wenn man nicht auf die Straße geht. Weil wie in meiner Kindheit war das ganz anders. Ich bin oft belächelt worden, weil ich gesagt habe, ja, ich kümmere mich um die Umwelt, ich bin Umweltschützerin, wie auch immer. Das war dann oft irgendwie so ein, ja. Und jetzt fühlt man sich irgendwie vielleicht komisch, wenn man nicht dabei ist bei der ganzen Bewegung. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Weg. Und ich hoffe, dass die Erdgespräche einen wichtigen Teil heute für euch dazu beitragen, einfach da eure Heldinnen und Helden zu finden, die Inspiration, den Mut, das Selbstbewusstsein, selbst aufzustehen und sagen, jetzt reicht's, jetzt tun wir was. Angie Ratte, meine Damen und Herren, vielen lieben Dank für diesen Abend. Dankeschön. Vernetzt euch mit dieser Frau, Angie Ratte vom Neon Green Network, meine lieben Damen und Herren. So, und bevor ich die Bühne freigeben darf für unseren nächsten internationalen Gast, möchte ich mich noch ganz kurz mit einem Unterstützer der Erdgespräche vernetzen und verbinden, mit Ingmar Höber, dem Geschäftsführer des Klimafonds. Danke, dass du da bist. Hallo. Also du unterstützt den Klimafonds, über den Klimafonds die Erdgespräche, wo wir heute so viel optimistische Signale hören. Zivilgesellschaftliches Engagement, viel Public Shaming an Regierende, die nichts machen wollen. Kann man das, ist schon spürbar, was das bald zur Umsetzung konkreter Gesetzesinitiativen und völlig neuer Klimaschutzaktionen kommen wird? Also das wünschen wir uns natürlich alle. Das, ich möchte an die Angie anschließen, das, was wir jetzt schon sehen, ist, dass der Druck von der Straße so von dem letzten Jahr wirklich sehr, sehr viel verändert hat. Und was wir jetzt brauchen, was das Gebot der Stunde ist, wir müssen rasch ins Handeln kommen. Wir wissen, wir haben circa noch 12 Jahre Zeit, damit wir eine Chance haben, die 1,5 Grad Erderwärmung einzuhalten, dieses Ziel einzuhalten. Und das ist verdammt bald und wir müssen jetzt die entsprechenden Weichen stellen. Und ich sehe da von der Umsetzung verschiedene Rahmenbedingungen, wo die Hoffnung natürlich auf die neue Regierung ruhen. Wir brauchen dringend eine Bepreisung zum Beispiel von CO2. Wir brauchen eine grüne Wirtschaft, eine Kreislaufwirtschaft. Wir brauchen eine Umlenkung der Finanzströme in Richtung Nachhaltigkeit. Und nicht zuletzt brauchen wir auch einen Bewusstseinswandel. Denn das, was jetzt Fridays for Future geschaffen haben, das war sicherlich ein Umdenken, ein Bewusstsein. Aber der schwierigere Schritt, und um den geht es ja heute, ist, vom Bewusstsein wirklich ins konkrete Handeln zu kommen. Mhm. Und da müssen wir noch einen Schritt gemeinsam gehen, dass man wirklich sich dann umweltfreundlich bewegt, Mobilität etc. etc. Eine Möglichkeit, seine Wertschätzung für ein Thema auszudrücken, vor allem für Regierende, die Geld verwalten, wäre ja, indem man finanzielle Mittel hergibt. Rennen euch dem Klimafonds die Leute schon mit Geldsäcken die Türe ein? Ist das schon ein Effekt des Drucks der Straße? Ja, also ich muss sagen, natürlich spüren wir jetzt mehr Interesse, wir spüren den Rückenwind von der Bewegung, das ist wunderbar, aber ich kann mich nicht über mangelndes Interesse in den letzten Jahren beklagen. Wir haben die letzten 12 Jahre 137.000 Klimaschutzprojekte gefördert. Das Problem ist der Geldmangel, das Problem ist das geringe Budget. Zum Beispiel sind Förderaktionen wie die Photovoltaikoffensive jedes Jahr regulär viel zu früh aus, das heißt überzeichnet, müssen wir schließen. Das heißt, das Interesse in der Bevölkerung ist da. Was sehr viel Mut macht zum Beispiel, sind die 95 Klima- und Energiemodellregionen. Da vor Ort engagieren sich die Menschen in konkreten Klimaschutzprojekten. Da kriegen wir eigentlich immer wieder die Rückmeldung, wir wollen mehr umsetzen etc. Und da hoffen wir es schon sehr, dass die neue Regierung jetzt die Zeichen der Zeit erkennt. Sie muss es eigentlich erkennen, egal wie die Zusammensetzung ausschaut. Es steht also die Klimamilliarde im Raum, pro Jahr nämlich. Ich glaube, das ist das Minimum. Allein wir vom Klimafonds brauchen eine Verdoppelung unseres Budgets auf 200 Millionen. Und wie gesagt, da hoffen wir sehr stark auf die neue Regierung. Weil man auch übers Geld reden muss. Dankeschön vom Klimafonds Ingmar Höber. Danke sehr.
Ja, wie schon versprochen, meine lieben Damen und Herren, ich darf jetzt eine Frau auf die Bühne bitten, die definitiv die weiteste Anreise zu den Erdgesprächen heute hatte. Sie kommt von den Philippinen, aber sie hat ihre Zeit in Europa genutzt, hat mit tausenden Medienvertretern gesprochen, hat versucht, ihre Botschaft nicht nur hier, sondern in Europa unter das Volk zu bringen. Sie ist inspirierend. Einerseits, weil sie es geschafft hat, aus einer persönlichen großen Tragödie neue Kraft zu schöpfen, und andererseits, weil sie aufzeigt, was man als einzelne Frau, als einzelne Aktivistin bewegen kann. Joanna Sustento ist Klimaaktivistin. Sie kommt aus Tacloban auf den Philippinen. Im November 2013 verlor sie fast ihre gesamte Familie durch den Supertaifun Haiyan, einem der stärksten Wirbelstürme seit Beginn der Aufzeichnungen. Innerhalb weniger Stunden starben mehr als 10.000 Menschen. Über 14 Millionen wurden obdachlos. Seither reist Joanna um die Welt und gibt der Klimakrise ein Gesicht. Short-term gain is not worth losing people's lives and livelihood. Sie protestierte gegen Ölbohrungen in der Arktis. Sie fordert, dass die größten Öl- und Gasunternehmen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Und sie ist Teil von Livery, einer Storytelling-Plattform, die die Geschichten ihrer Community erzählt und sich für Klimagerechtigkeit einsetzt. This is about us, the people. Neon Green Network präsentiert Joanna Sustento. Okay, so now, this is going to be interesting. I want you all to close your eyes, seriously, for a moment. Please close your eyes and imagine this. Just like any other day, I wake up to the music of the Beatles playing on the stereo. My 60-year-old parents were avid fans, especially my mom. I go out of my room to the dining table and find my father taking a sip of his morning coffee as he discusses current events with my older brother. Being lawyers, their discussion eventually turns into a debate, and the only person who can pacify the situation is my 3-year-old nephew, who is calmly eating his breakfast, eggs, banana, and sweet potato, especially made by his dad, my eldest brother. I go to the kitchen and find my mom cooking champurrado. It's rice mixed with cocoa, while dancing to the music of the Beatles. She glances at me with her wonderful smile and says, "Good morning, baby." Yes, at 22 years old, I am still her baby. I embrace her from behind and dance with her as my sister-in-law feeds me the French toast she's prepared. It was a typical happy Thursday morning for our family. Now imagine this. 2 days later, I am awakened by the strange howling of dogs. Eventually, the howling stops and my surroundings are filled with a deafening silence. I stand up. It's dark, cold, and gloomy. No breakfast prepared on the table. No music. No petty arguments. My family was nowhere in sight. All of a sudden, the horrifying scenes of the most heartbreaking moment of my life flash back. Almost 6 years ago, on November 8, 2013, my family and I were in an epic battle amidst the wind, the rain, and the 15-foot-high storm surge brought by the strongest storm ever recorded in human history. That day left me with no choice but to witness my father slip through my grasp as he was being swallowed by the deluge of Super Typhoon Haiyan.
It was the day I watched my mother die in my arms, and I was forced to make the most difficult decision of letting her go so I may live. You can now open your eyes. In a span of 2 hours, just like the thousands of people in my community, I lost everything I've ever loved and known. Haiyan took away my parents, my eldest brother, my sister-in-law, and my 3-year-old nephew, leaving only me and my older brother as survivors. Witnessing death, taking away your family one by one, it makes you think that maybe giving up isn't bad after all. Because what is life going to be now that the people you love the most are gone? You realize that social status, material possessions, career, accomplishments, money, all these mean nothing if you do not have a family or at least someone to genuinely share it with. When the wind and rain had stopped, when the surge had receded, when the typhoon had died down and left my community in catastrophic ruins, everyone thought the storm was over. Little did we know that the real storm, the struggle for those of us who were left behind, was just about to begin. As my brother and I walked the streets of Tacloban, I looked at the city's mountain range. I was surprised to see that the abundant greenery was now brown and dull. Not a single tree survived the storm. Half the roads were blocked with piles of debris. The stench of death filled the humid Tacloban air. Cadavers of humans and animals surrounded the city, and people looking like zombies were all over the streets, walking with no clear direction. It was as if a sheet of cloth was forcibly pulled from underneath us and left the whole city devastated. All I wanted was to go home. All I wanted was to feel the comfort and security of my family. But where do you go when your home has been washed away? What do you do when your strongest support system, your family, whom you love the most, is gone? Who do you hold on to? How do you move forward when the future seems to be a blur? When reality sank, I just wanted to leave Tacloban and never ever come back. I felt so broken, exhausted, everything just hurt. My depression was taking its toll that it came to a point wherein I regretted my decision to choose to be alive because it meant I had to wake up every single day with that void in my heart, with that yearning for comfort and familiarity that only my parents can ever fill. I had to wake up every single day with the uncertainties that it was all up to me now. I felt that I cannot afford to fail anymore because my family is gone. And the fear of failure made me scared to take risks. It made me unambitious and mediocre. I just wanted to run away from it all, because home did not feel like home anymore. But I didn't know where to go. I have never felt so miserable in my entire life, but I needed to keep going because it was not only me who was hurting. It was not only me who was grieving the loss. I needed to stay strong for my older brother, for the rest of my relatives, and for my friends. I needed to believe that somehow, someday, things will just add up and make sense, even though it seemed unimaginable. For some reason, even if it hurt, even if everywhere I go reminded me of that tragedy, I decided to stay, and I'm grateful I did. As time passed, I had the opportunity to work with fellow typhoon survivors and people who helped in the rehabilitation period of my hometown. And every single day spent with them changed my mindset. I realized that I should not limit myself on thinking about my family's security alone, because I am just a small part of a bigger community. It dawned on me that Super Typhoon Haiyan took away everything,
but it left us with nothing but stories. Stories that are way too precious and compelling to walk away from. Stories that deserve to be heard. I can no longer afford to just sit and wait for someone else to step up, because the more stories of loss, grief, and pain that I discover, the more I realize that we do not deserve to live like this for the rest of our lives. And the thing that inspires me most when I listen to the different stories of my community is the ability of the human spirit to turn suffering into strength, to always end the story in hope and gratitude. Witnessing my community's resilience, despite the hell on earth we were living, ignited something within me to do more for them. Writing and storytelling became my tool. And more importantly, that's when healing for me began. In the years that followed after Typhoon Haiyan, I have been given opportunities to speak to different communities in the Philippines and abroad in behalf of people severely impacted by the climate crisis and how it violates our basic human right to a safe environment. Since then, I've made it my mission to use what's left of me, my mistakes, my challenges, my vulnerabilities, my stories, turn them around and be willing to pursue something bigger than myself. And that is through climate activism. To the global north, the impacts of the climate crisis is something that's going to happen in the distant future. But to us in the Philippines, it is the reality we are currently living and have been adapting and enduring in the past years. The climate crisis is as real as a father who has worked all his life only to wake up one day and realize that his livelihood has been torn apart. It is as real as a mother bearing the agony of looking for her missing husband all day and sleeping beside the dead bodies of her children at night. It is as real as a child who is looking forward to an education only to find out his school is damaged and he can no longer study anymore. The climate crisis is as real as the thousands of families who lost their homes and livelihood, whom until today are living in makeshift homes, struggling to make ends meet with little to no food and clean water. It is as real as the thousands of survivors who lost their families, and with it, their dreams and ambitions. A year after the onslaught of Typhoon Haiyan, we were anticipating the landfall of another super typhoon. And I cannot articulate how exhausting it is to feel so helpless as I waited for the damage it would bring to my city. Then I thought, is this it? Is this all we can do, to wait for another super typhoon to happen? Are we just going to record the casualties, the injured, the missing? Are we just going to wait for relief and aid from foreign countries every time we are met with catastrophes? Are we just going to rebuild and rehabilitate every time super typhoons such as Haiyan wreck our homes, buildings, and livelihood? We are a community living in a great injustice because we are least responsible for the climate crisis, but we are the ones who are gravely affected by its impacts. We do not have the luxury to deny and debate about it because we are too busy and frankly, too exhausted from surviving one catastrophe after another. My journey with climate activism began when I met individuals and organizations from frontline communities who, despite it all, continue to emerge and fight for our basic human right to a safe environment. In the Philippines, there is a landmark petition filed by brave Filipinos, typhoon survivors, farmers, fisherfolk, and environmental organizations to investigate the responsibility of 46 fossil fuel companies for human rights impacts from climate change. Some of these corporations are Shell, ExxonMobil, Total, BP, Chevron, Suncor. The petitioners have asked the Commission on Human Rights of the Philippines
to order these corporations to submit their plans on the steps they will take to eliminate, remedy, and prevent the devastating effects of climate change in the Philippines. But after a series of public hearings in Manila, New York, and London, none of the respondents have showed up. They have remained silent, but the growing global movement for climate justice remains stronger as we continue to resist. We resist a life where tragedy seems to be the new normal. We resist a life that hinders us from dreaming big, for fear that these dreams will be just a stagnant reminder of a future we will never have. 4 years into this battle, we are now waiting for the resolution of the petition this coming November. The outcome of this petition is a significant step towards getting the justice we truly deserve, and at the same time would spark hope and concrete action for vulnerable communities all over the world. Indeed, when Haiyan struck, the world gained a new perspective about climate change. It is not just about warming oceans, dying polar bears, melting ice caps in the Arctic. When we talk about the climate crisis in the Philippines and especially in Tacloban, we talk about losing everything we've ever loved and worked hard for. The courage of the people I meet in this journey and what they stand for is what fuels my motivation to move forward despite the constant pendulum of hope and despair. 3 years into my activism, I have been given the rare chance to go on board the Greenpeace Arctic Sunrise ship and sail through the Arctic in 2017. I was one of the activists who participated in a peaceful protest against the Norwegian government's plans for opening up new areas of oil drilling. I stayed on the ship for almost 3 weeks and shared our story to the youth and parliament of Norway. So this was me swimming in Arctic waters with depths ranging 300 to 400 meters. And fortunately, I didn't ask the ship crew how deep it was. Otherwise, I would have not have done it. I don't know. But as I was swimming in Arctic waters, holding on to this banner that says, "Choose people over oil," I realized that in 2013, I was immersed in storm waters out of circumstance. But that year, I returned to the waters out of choice, because I believe I was not doing it just for myself. I was doing it for every parent who lost a child, for every brother or sister who lost a sibling, for every aunt or uncle who lost a niece or a nephew. I was doing it for my whole community. Last year, I went on an amazing journey for a month here in Europe. I was one of the volunteer activists who participated in another peaceful protest against the biggest coal power plant located in Poland. And then I was finally able to join the climate pilgrimage. It is a 1,500 kilometer walk across 6 countries over 65 days from Rome to Poland. The goal of the pilgrimage is to bring the message of Pope Francis' encyclical and engage communities all over Europe to talk about climate change, how all of us coming from the different parts of the world is affected by it, and why collective action is important. When we reached Katowice, Poland, where the UN Climate Summit was held, I was able to speak to Patricia Espinosa, the executive secretary of UNFCCC, and shared my community story of climate impacts, resistance, and activism. Recently, last month, I staged a lone protest in front of the Shell headquarters in Manila to kick off the series of global climate strikes happening that week. The goal was for them to respond to the people's call for accountability to the climate crisis,
for they have known for decades of the catastrophic impacts of their business practices. But despite their technological and financial capacity to curb its severity, they blatantly chose profit over people's lives. In less than 2 hours into my peaceful protest, I was carted away by 40 police officers and was sent to their precinct for questioning. Few hours after, I returned to the site to deliver my open letter to Shell and told them that my community is demanding justice for the thousands of lives killed and for the hopes and dreams that will never come to fruition because of greed, apathy, and deceit that the fossil fuel industry created. I believe that the collective voice of climate-impacted communities from all over the world is vital in the global fight for our climate. Because we are witnesses of extreme weather events, our experiences, our stories, put a human face to the numbers and statistics of climate science. We are doing this because my community, we are not mere statistics. We have lives, we have dreams, we have families whom we love so dearly. We have beliefs and advocacies we want to pass on to our children. The things that we value most in our lives are at risk, and I want to be part of the movement that protects it. When Typhoon Haiyan struck, our small city of Tacloban became known as Ground Zero, the city that literally became the graveyard of its own people. But we strongly refuse to be known just as hapless victims of typhoons. We are a people who have survived and decided that it is no longer enough to just adapt and endure. We have finally learned to fight for our lives and the lives of the future generation. Our collective experience is what drives us to continue telling our stories. It became a way for us to mourn, to remember, and to heal. But now, our stories have transformed as a way for us to fight, because we have realized that living a safe, decent, and dignified life is not a privilege. It is a human right. Protecting human rights from the impacts of climate change may look like a David and Goliath battle. One can just easily back down. But if you come from a place where you've witnessed people being pushed to their limits, yet still manage to defy the impossible every single day, it is hard to find an excuse to give up. To the world, November 8, 2013, was the day Super Typhoon Haiyan ravaged the Philippines and left it in ruins. To us, it will always be the day the strongest storm in human history met the strongest people. Thank you. Thank you. Thank you, thank you. Salamat, salamat. Wow, Joanna, thank you so much for sharing your story with us. Thank you. You know, you can get people to rise off their feet with your art of storytelling. You can really involve us. You really took us along your journey, the tragic side of it, the hopeful side of it. But do you feel that we, the people in the global north, are we still too comfortable in the face of the climate crisis, do you think?
As someone from the Philippines and having been a witness to a tragedy, and at the same time being part of the global movement, which is growing every single day, I can actually say that people in the global north are already waking up to this reality, but there is still so much work to be done. As I said earlier, that the climate crisis is not something that's distant. It is already happening now. People are dying, people are losing their homes and their livelihood, and I think this is the activists from the role of the activists from the global north is to amplify the voices of the people from the global south, because we need more people to spread human stories, because stories are the things that connect us, regardless of where you come from. Mm-hmm. Ich möchte zwei Menschen zu uns aufs Sofa bitten. I'm gonna get more people to join us. zwei Menschen zu uns aufs Sofa bitten, die genau das auch versuchen, immer wieder zu verfeinern, die Kunst des Storytellings, die dazu dabei helfen soll, in die Herzen der Menschen vorzudringen. Einen großen Applaus für den Geschäftsführer von Greenpeace von Zentral- und Osteuropa, Alexander Egitt. Komm zu uns bitte. Hallo. Und vom Klima-Volksbegehren Katharina Rogenhofer. Katharina, du warst Teil oder bist Teil von Fridays for Futures, viele Monate auch öffentlich Sprecherin. Also wir verbinden dich mit der Bewegung. Jetzt die Leitung des Klimavolksbegehrens. Hast du das Gefühl, dass die, abgesehen davon, dass es sowas wie eine moralische Verpflichtung geworden ist, für viele in unserer Community sich zu engagieren, dass diese Lebensangst, diese Angst ums eigene Leben, wie sie Menschen in den Philippinen haben, dass das bei uns schon begriffen wird und angekommen ist? Ich hoffe, es ist in diesem Raum angekommen, weil was brauchen wir mehr als diese Geschichte? Menschen, people over oil. Ich glaube, das ist das, worum es tatsächlich geht. Entscheiden wir uns für einen Weg, indem wir weiter fossile Brennstoffe fördern wollen, oder entscheiden wir uns für einen Weg, in dem wir Menschen in den Vordergrund stellen, das Wohl der Menschen überall auf der Welt. Und ich glaube, bei einigen ist es angekommen, leider noch nicht in der Politik. Und ich glaube, dorthin müssen wir, weil das muss jetzt Konsequenzen haben. Und wir sehen die Konsequenzen auf der ganzen Welt, wir sehen sie in Österreich. Und die Politik in Europa hat viel zu wenig dagegen getan. Und das, was du vorher gemeint hast, ich glaube, unsere Rolle ist tatsächlich auch, diese Stimmen lauter zu machen, diese Stimmen zu amplifizieren und zu erzählen, welche Geschichten es da draußen gibt, aus Österreich, auch wir sind betroffen, aber aus der ganzen Welt. Und es wäre nicht nur ein Versäumnis der österreichischen Regierung, hier nichts zu machen, nein, es wäre ein Verbrechen. Und ich glaube, genau darauf müssen wir im Norden aufmerksam machen. Eins der Fotos, die mich sehr berührt haben, die Joanna gezeigt hat, war jenes, wo sie alleine vor der Shell-Zentrale stand. Und das hat für mich so verdeutlicht, wie resilient die großen Verschmutzer immer noch sind gegenüber dieser Klimakrise, wie dieser Zusammenhang immer noch nicht hergestellt zu sein scheint, entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse zwischen einer Änderung des Geschäftsmodells der Big Polluters und der Abwendung der Klimakrise. Wie gibt es das und wie können wir das auf österreichischer Ebene oder auf europäischer Ebene ändern? Ja, zu den, ich glaube, ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist auf jeden Fall der Faktor Zeit. Wir reden über große Veränderungsprozesse und wir haben früher noch gedacht, wir können das über 20, 30, 40, 50 Jahre machen. Mittlerweile ist es so, dass es ganz eindeutig ist, dass wir diese Veränderung in kürzester Zeit brauchen. Das, was nicht in den nächsten 5 Jahren passiert,
bedeutet, dass wir es mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht mehr schaffen werden, das Klimaruder zum Beispiel noch herumzureißen. Und das muss uns klar sein. Das bedeutet zum Beispiel auf diese großen Ölkonzerne bezogen, wir müssen sie zerstören. Es geht nicht darum, sie zu verbessern. Die Idee, schrittweise einen Wandel bei diesen Ölkonzernen herzustellen, deren einziges Geschäftsmodell ist, Öl aus dem Boden zu bekommen, damit das dann verbrannt wird, ja, diese Konzerne gehören weg. Es muss so sein, dass Energieversorgung dezentralisiert wird. Die Menschen müssen sich die Energie wieder aneignen und sie müssen in Wahrheit den Konzernen den Kampf ansagen in einer sehr endgültigen Art und Weise. Wie zerstören wir die? Was könnte ein erster Schritt sein? Ein großes Grinsen, das ist eine riesengroße Frage. Alexander, löst das für uns. Wir zerstören sie zum Beispiel, indem wir einen sehr, sehr hohen CO2-Preis ansetzen. Also das heißt, dass das Geschäftsmodell, Öl zu verbrennen, sich einfach nicht mehr auszahlt. Das ist eine politische Maßnahme. Und wir haben jetzt eine Situation, wo wir möglicherweise in eine Richtung einer türkis-grünen Regierung kommen in Österreich. Ich kann nur eines sagen, der Werner Kogler sitzt hier, zart's an. Ja, der CO2-Preis muss richtig hoch auf. Und Österreich übrigens, ja, wir haben eine, glaube ich, historische Chance. Österreich muss das führende Land in Europa werden, dass diesen Kampf gegen die Ölkonzerne, auch erfolgreich kämpft. Wir haben in Österreich einen Ölkonzern, die OMV, die weltweit auch tätig ist und weltweit auch sehr viel Schaden anrichtet. Auch da gibt es eine Verantwortung, weil es geht nicht nur darum, was wir hier tun. Es geht auch darum, was unser Footprint woanders ist. Und dieser Footprint, den wir woanders erzeugen, also diese Auswirkungen, die unser Handeln österreichische Unternehmen woanders hat, dafür haben wir hier die Verantwortung, nicht irgendjemand. Es sind wir hier, die die Verantwortung haben. Da sind wir wieder beim Thema Storytelling, oder Richard? Also wie das ist ein Konzept, das wir alle begreifen, aber wie lädt man das mit Emotionen auf, dass wir hier mit dem, wie wir unser tägliches Leben verbringen, eine globale Verantwortung haben? Es geht darum, dass man versucht, so ein riesiges Rampenlicht auf ein Problem zu setzen, und man muss es faktisch natürlich extrem gut argumentieren. Wir brauchen auch Helden, die diesen Kampf vorantreiben. Wir brauchen immer eine Geschichte, die jeder nachvollziehen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Filme machen beginnt bei mir immer mit wahnsinnig viel Research. Ich muss ein Experte werden in dem Gebiet, bevor ich überhaupt beginne, eine Kamera in die Hand zu nehmen. Unser nächstes großes Thema zum Beispiel ist der Amazonas und was dort passiert unter Bolsonaro und dem Regime. Und jetzt brauche ich erstmal ganz viele Fakten, ganz viele Meinungen, um herauszufinden, wie man da eine Geschichte erzählt, die dann auch funktioniert. Es ist nicht so einfach, dass man einfach eine Kamera in die Hand nimmt und sagt, lass uns dieses Thema beleuchten. Es ist viel, viel mehr. Man braucht die gesamte Geschichte, man braucht gute Fakten, man braucht massive globale Unterstützung, die man auch nur dann bekommt, wenn man wirklich die Argumente finden kann, die Helden finden kann und am Schluss Emotionen wecken kann, die die Menschen bewegen und aktivieren. Und das ist, was Filme machen ausmacht, und es ist nicht leicht. Man braucht wahnsinnig tolle Unterstützung, aber wenn man Erfolg hat, dann kann man wirklich wahnsinnig viel bewegen. Insofern ist es so großartig, dass wir eine Heldin heute hier haben, die genau das bewirkt, nämlich eine ernste Sache, eine sehr komplizierte Sache herunterzubrechen auf menschliche Schicksale. Joanna, wenn jemand in diesem Raum dich und deine Sache und deine Leute unterstützen möchte, was wäre die eine Sache, die man für dich tun kann, wie man dir helfen kann? How could we, if so tricky. If people in the room wanted to support you, you and your people, your community, what could we as individuals do for you and for your cause? It's just simple. You've already heard my story and the story of my community. How many are we in this room? So we need to multiply. We need to multiply that. We need to share all these stories and amplify the voices in the Global South. One more thing is that we need to work towards creating more platforms for these kinds of stories.
There were millions of people affected by Super Typhoon Haiyan. So that means there are millions of stories that are unheard, millions of stories that deserve to be told. We need to use our voices. We need to use that human connection that we created right now so that we can also move people to be part of the global movement. Wie man dich unterstützen kann, Katharina, ist recht vermeintlich einfach im ersten Schritt. Dich kann man unterstützen, indem man das Klimavolksbegehren unterschreibt. Ja? Aber ich habe noch eine Sache zu sagen und die schließt da sehr gut an, weil ich habe ja vorher von der neuen Regierung gesprochen, die auf uns wartet und die hoffentlich, weil sie 4 Jahre oder 5 Jahre im Amt sein wird, eine große Verantwortung hat für unsere Zukunft und für die Zukunft der Erde. Und wir haben gerade gehört, wir können Multiplikatoren und Multiplikatorinnen sein für Geschichten, die da draußen erzählt werden, für Leben, die gegeben werden wegen der Klimakrise. Wir können diese Stimmen sein. Und wenn ich eins gelernt habe in dieser Bewegung, ist, dass wir viele sind und dass viele wirklich was ändern können. Und deswegen geht es nicht nur das Klimavolksbegehren unterschreiben, sondern nutzt eure Stimme. Wenn ihr da rausgeht heute, jeder von euch hat sicher einen Facebook-Account, einen Instagram-Account, einen Twitter-Account, irgendein soziales Medium oder von mir aus sogar E-Mail. Nehmt ein Video von euch auf. Wie oldschool. Nehmt ein Video von euch auf, in dem ihr genau diese Geschichte erzählt. Oder eure Geschichte, eure eigene Geschichte, wie euch die Klimakrise beeinflusst und welche Forderungen ihr an die nächste Regierung stellt. Die nächste Regierung hat es in der Hand, ob wir einen Weg einschlagen, in dem die Menschen im Vordergrund stehen oder in dem sie es nicht tun. Und dieses Video teilt ihr bitte mit nicht nur uns taggen, das natürlich auch, weil wir stellen ihr dann auf eine große Wall, damit alle diese Geschichten erzählt werden, aber nicht nur uns taggen, sondern sucht euch auch einen Politiker oder eine Politikerin aus, von der ihr das fordern wollt und markiert die. Weil wenn wir das wirklich alle gemeinsam machen, alle, die heute in diesem Raum sind, dann können wir in Österreich tatsächlich was bewirken. Dann können wir den Politikerinnen und Politikern sagen, ihr seid jetzt dran. Ihr müsst jetzt handeln, damit genau das passiert, was der Alex gesagt hat, nämlich, dass wir zum Vorbild werden, dass wir unseren Einfluss in der Welt nutzen, um in eine schönere Zukunft zu steuern. Danke. Dankeschön. Alexander Egit, About Action and Justice, das war das Motto des heutigen Abends. Wir haben jede Menge Anstoß zur Action heute bekommen. Wir sehen, die Bewegung ist da, das Feeling ist da. Wie groß sind deine Hoffnungen auf Justice, eben für die Big Polluters zum Beispiel? Also ich denke, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass wir wirklich unsere Verantwortung bewusst sind, die wir haben, auch im globalen Sinn. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Greenpeace zum Beispiel eine Aktion gestartet hat, wo wir Ende des Jahres Klimaklagen einbringen werden und wir werden klimafeindliche Gesetze, die im Moment in Österreich noch vorhanden sind, klagen vor dem Verfassungsgerichtshof und wir versuchen auf diesem Weg... Und wir versuchen auf diesem Weg ein Gesetz nach dem nächsten rechtlich so zu bekämpfen, dass die Regierung gezwungen ist, eben klimafreundliche Gesetze zu machen. Damit das nicht das Einzige ist, was passiert, klagen wir auch noch gegen den gesamten Energie- und Klimaplan der Bundesregierung, Ich muss dazu sagen, wir haben wirklich eine ausgesprochen enthusiastische junge Anwältin, ohne die wir das niemals schaffen könnten, auch zum Thema ein bisschen Female Activism. Also wir haben wirklich eine sehr aktivistische, großartige Anwältin, die das alles macht, sonst wäre das unmöglich, sonst könnten wir das gar nicht schaffen.
Eine Sache vielleicht, die noch wichtig wäre, wäre zu sagen zum Thema globaler Justice. Wir haben ja über Ölkonzerne gesprochen, wir haben auch über die Verantwortung gesprochen, die wir auch im globalen Maßstab haben. Wir haben das große Glück, einen Vertreter hier im Publikum sitzen zu haben, der Maori, die Maori in Neuseeland. Es findet im Moment ein großes Projekt vor der Küste von Neuseeland statt. Mike Smith, ich würde dich auf die Bühne bitten. Mike Smith, could you please enter the stage? Lass uns auf den Rücken. Okay. That doesn't look too stable. Let's not take any risk. Hello, thank you so much for coming. We're honored to have you. Alexander told me up front, you're of course a Maori activist. You come from New Zealand and you're the chair of Climate Change Ivy Leaders Group in New Zealand. And you're suing your government. How are you doing that? And why is it? First of all, I'd just like to pay my respects to the elders and the grandparents and grandmothers of Austria, those of you who built this society in your generations, and also the parents of this current population, the first knowledge, the knowledge keepers, the traditional knowledge keepers, and the first teachers of your children. So I'd just like to pay my respects to you. But in terms of the, yes, we are taking our government to court. We have several court actions currently running. One of them is suing our government for lack of climate action, that they're just not doing enough. Secondly, I'm suing seven of the largest emitters in our country, the big companies that are causing the pollution. And the third legal action that we that we're about to file in the International Criminal Court is against the CEO of OMV, mm-hmm. the Austrian company, which is currently wanting to explore in our marine area in Aotearoa. And if I was just to make some comments on the themes of this this conference, firstly being justice. I'm from the South Pacific, not too far from where Joanne is from. And the events like the super typhoon are not limited one-off events. We are regularly seeing typhoons spinning out of the overheating equatorial waters that are sweeping across the Pacific. In the last couple of years since Haiyan, we've had several typhoons that have ripped through, torn through the Pacific, and they probably didn't get as much coverage as Haiyan because it was a super typhoon, but nevertheless, they are Category 5 storms. And so it's an increasing situation that's happening. And as Joanne said, the justice issue is that for the people of the Pacific Islands, who, as Joanne said, have done the least out of just about anybody to cause climate change. We're talking about small communities on very small islands. We don't have thousands of cars. We don't have thousands of motorbikes belching up. We don't have power plants or anything like that producing, burning oil to produce energy. So these are some of the most vulnerable people. And unlike lots of other places that can recover from these events, these small island nation states are drowning and there will be no recovery. So mitigation is not an option. Adaptation is not an option. It's over. It's over for those communities. And that's the genocidal aspect. So that's the social justice part of the equation. In terms of the action is, well, the action is quite simple. What I'm asking you to do as the citizens of Austria, those of you that have upstanding a sense of morality and justice, is instruct your company to leave New Zealand. We want to see OMV out of our country. And that's something that you can do when you leave here tomorrow. I listened to the woman from the United Nations saying there's three things that you can do. So I would ask every single one of you here, if you to do three things. One of them is tomorrow, send an email or write a letter to OMV and say that as an Austrian, that you collectively have a moral responsibility to withdraw from the Pacific. I don't think we're going to shut down OMV overnight, but we can do it one step at a time. And the first step would be to withdraw their operations from other people's nations. So that's the first thing I'd ask you to do. Write a letter to OMV tomorrow.
The second thing I'd like you to do is get on the phone and ring them and leave them a message. Even if it's just on the answer phone, I'd like to think that their email system and their telephone switchboard tomorrow is going to be completely clogged by conscientious Austrians calling them and saying, listen, we know that fossil fuels is causing catastrophic harm to the whole earth, to all the peoples, the grandchildren and the children, and that's a criminal act. You must cease and desist. And so that's the second thing that can be done. The third thing I think that you can do is to support the beautiful organisations, Greenpeace, Futures for Friday, the other NGOs here in Austria. Support them either financially, support them in person, get behind them in what they're doing, and legitimise the actions that they're taking on behalf of all people. So that would be my request for you. So rather than climate change being some abstract thing, we need to make it real. And my ask of you, the good people of Austria, this birthplace of deep culture, the fine arts, music, a wellspring. You know, you're a very intelligent, tidy, clean people. I'm very impressed with how safe your city is and how clean it is. So all credit to you, Excellency, for the efforts of your government in terms of organising a very safe and a very pleasant land to live in. However, I want you to all remove your companies. And in return, I will offer this to you. If you ever find a Maori person roaming around Austria, digging holes in your land and trying to exploit your resources, please call me. Yeah. Please call me. Mike Smith, everybody, ich glaube, das Takeaway ist, unangenehm sein zu trauen. Ihr habt mittlerweile sehr viele E-Mails zu schreiben, bei sehr vielen Aktionen mitzumachen, Kurzvideos aufzunehmen. Bitte tut das wirklich. Ich glaube, die OMV wäre sehr verwirrt, wenn wir plötzlich anfangen würden, sie anzurufen und zu sagen, uns ist da was erzählt worden und das finden wir nicht in Ordnung. Zum Abschluss unserer Runde würde ich gerne unsere drei Main-SpeakerInnen um Ihr Takeaway des heutigen Abends bitten. Was war für euch etwas, wo ihr sagt, das nehme ich mit, das ist für mich die Hauptmessage des heutigen Abends, Richard? Puh, ich glaube, also für mich ist das Allerwichtigste, was ich gesehen habe in den vielen Jahren, die ich jetzt doch aktiv bin, seit 10 Jahren in diesem Bereich Umweltschutz und Tierschutz und was können wir dem Planeten tun, ist, dass wir brauchen noch viel mehr Zusammenarbeit zwischen den einzelnen NGOs und Umweltorganisationen. Ich habe ganz viel gesehen und beobachtet, wie viele Organisationen immer für ihre Sache kämpfen, parallel zu anderen, die für was Ähnliches kämpfen, für ein Dutzend weitere, die für dasselbe kämpfen. Und oft denke ich mir, warum kämpft ihr nicht mehr zusammen? Oft gibt es zu viel Konkurrenzkämpfe zwischen diesen Organisationen. Die sind alle großartig und toll, aber eigentlich wäre man doch viel stärker, wenn man zusammenarbeiten würde. Das vermisse ich sehr und ich denke mir immer wieder, doppelt so stark, dreimal so stark wären wir alle, wenn wir mit einer Stimme sprechen würden und uns auch gegenseitig unterstützen würden. Und mein Takeaway ist einfach, das, was wir tun, funktioniert. Wir inspirieren, glaube ich, Menschen. Ich habe wahnsinnige Geschichten hier gehört, wahnsinnig tolle Menschen auch kennengelernt und wenn es mir so geht, ich hoffe, es geht den vielen Leuten im Publikum so, dass sie auch inspiriert sind, dass sie sich aktivieren und dass sie wirklich anfangen, was zu tun, sei es zu spenden, sei es mit den Kindern zu reden, mit den Schulen zu reden, mit den Lehrern zu reden, dass einfach mehr gemacht werden muss für Umweltschutz, für Tierschutz, für einfach den richtigen Mindset, dass hier uns die Zeit einfach davonläuft. Das wäre mein Takeaway. Dankeschön. Jasmo. Ich glaube, was für ein schöner Abend, möchte ich sagen. Was für ein schöner Nachmittag hier. Vielen Dank für die Geschichten. Ich freue mich sehr, euch auch kennengelernt zu haben, euch alle. Ich glaube,
mein Takeaway von heute, aber das gilt schon so ein bisschen für mein gesamtes Leben, aber es gefällt mir sehr gut, dass es hier ganz oft auch nochmal erwähnt worden ist, wir müssen lästig sein, wir müssen einfach lästig sein und E-Mails schreiben und ich melde mich morgen sowas bei der OMV. und wir müssen... I'm gonna call them. Und wir müssen, wenn wir bei manchen Sachen geht es ja um Ideologien und ich weiß nicht was, aber das ist ja keine Ideologie, sondern das ist halt wirklich etwas, das jetzt sehr dringend ist und das wir jetzt bitte mal erledigt haben müssen. Und da müssen wir tatsächlich in Solidarität miteinander, nebeneinander stehen, laut sein. Und das sind wir ja schon, wir sind ja viele. Also man kann sich jetzt selbst auch nicht mehr einreden, oh, ich bin alleine damit. Das heißt vielleicht einfach mit dem Gewissen, dass wir eh alle dafür sind, dass wir überleben können, den Leuten, Entschuldigung, am Arsch gehen. You have the final word, Joanna. Oh, pressure. Yes. Well, time and time again, I've proven that when we talk about family, when we talk about love, it connects us all. No matter if you're from Germany, Austria, Philippines, if you're Japanese, if you're rich or poor, if you're young or old. All of us, we are all here because we want, at some point, we want to be part of something that can create an impact. And why do we want to do that? Because at the end of every day, no matter what we do, we just want to protect the people we love. And we are working towards a future that can, we are working towards a dignified future for ourselves and for our children and our children's children. So, I really want to thank you all for generously listening to my community story and, of course, the stories that we heard tonight. I know that I will go home. I will go back to the Philippines with a revolutionized heart and a renewed spirit. And I hope the same will also happen to you. Thank you. Thank you so much. It's been an honor to meet you. Thank you for coming all the way from the Philippines, from New Zealand, and shaking us up in our European comfort zone. It's very, very important for you to do that. The final act is, ihr kennt alle dieses Bild, das typisch geworden ist für die Erdgespräche. Die gibt es nämlich nur deshalb, weil sehr viele Menschen bereit sind, ihre Zeit pro bono zur Verfügung zu stellen. Ich bitte alle Volunteers, die hinter den Kulissen mitgearbeitet haben, auf die Bühne für unser Abschlussfoto. Please, dear speakers, join our volunteers in our final picture of the evening. Thank you so much for being here.
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch an unseren Lieblingsschokoladehersteller Zotter und an unsere großartige Technikfirma, an Bernhard AV. Dankeschön, dass ihr alle Jahre wieder mit dabei seid und die Erdgespräche zum Erfolg macht. Vielen lieben Dank. Und für alle hier im Saal, the stage is yours. Auf zum Netzwerken. So, meine lieben Gäste hier im Saal in der Halle E, der Abend gehört jetzt euch. Verbindet euch, vernetzt euch, teilt eure Ideen. Die Bühne gehört jetzt euch. Bitteschön. Okay.